jetzt. Willkommen zurück, liebe Damen der Bodybuilding-Welt. Freut mich, dass ihr wieder Zeit gefunden habt. Hallo. Hallo. Bei euch auch Frühling draußen gerade? Absolut. Mega. Tolles Wetter seit ein paar Tagen schon. Bei uns ist typisch April. Es regnet und dann ist wieder die Sonne da. Also. Ja, wir wohnen ja gar nicht so weit weg voneinander, glaubt, gell? Ja. Lena. Ja, gell, heute war es ein bisschen. Ich wurde heute Morgen richtig abgeschifft und jetzt war gerade die Sonne da, als ich mit dem Hund draußen war. Ja, bei uns auch. Ich habe gehört, es soll Montag bei uns wieder schneien im Norden, also freue mich auch nicht zu früh. Aber heute war wirklich ganz gut. Ja, Frühling wird halt auch immer Frühjahrssaison, aber bevor ich darauf mit euch zu sprechen komme, würde ich erstmal ganz gerne wissen, wie es euch geht. Fangen wir mal die Reihe rum an. Ich fange mal unten rechts bei mir an, das ist Nadine. Nadine, wie geht's dir? Was ist bei dir so los? Mir geht's soweit besser. Also ich bin wieder voll im Training. Das letzte Mal, da war ich ja, oder hing ich noch so voll in den Seilen, da war ich glaube gerade wieder so zwei, drei Wochen drin. Jetzt mittlerweile läuft es echt gut. Also ich, auch gewichtstechnisch bin ich ziemlich nach oben gut gegangen und jetzt startet auch schon die Diät. Also gerade. Ja, also ich, also Diät. Ich meine, man isst ja immer irgendwie nach Plan. Aber jetzt haben wir mal gesagt, okay, jetzt lassen wir mal die Spielereien weg. Schauen, was passiert. Und das haben wir jetzt letzte Woche gemacht. Und jetzt wurde das erste Mal reduziert. Mhm. Ja. Die Wettkampfpläne will ich gleich nochmal erfragen, wenn es um die Frühjahrssaison geht. Aber bei dir ist alles fit, du trainierst wieder. Ich trainiere wieder, ich ziehe um. Also aufgrund der Situation wird das Haus verkauft und ja, also wir, ich und die Kinder haben jetzt eine neue Wohnung. Nein. Das heißt, ein weiterer Umzug steht vor der Tür. Ja. Das gehört wahrscheinlich so zur Wettkampfvorbereitung bei mir dazu. aber doch, soweit geht es mir echt gut und den Kindern geht es gut und ja. Hat sich die private Situation dann auch ein bisschen beruhigt? Ja, doch. Also ich glaube, ja, wir sind alle jetzt momentan damit im Reinen, denke ich. Also, okay. Ja. Alles klar. Also wenn ihr gerne Fragen stellen wollt, haut auch rein. Ne? Es ist jetzt kein Ich-Interview, ein nach dem anderen. Also dürft gerne reingrätschen. Deiner Tochter geht es auch besser oder immer noch? Hey, ihr macht euch kein Bild ohne Flachs. Also das habe ich noch nicht erlebt. Ich habe ja schon mal erlebt, dass man mir das Bett verkotzt. Das ist ja alles schön und gut. Das ist auch kein Problem. Aber was da gestern abging, junger Vater, ohne Scheiß, hey, die hat im Strahl gekotzt und zwar alle halbe Stunde. Das kam gar nichts mehr. Also heftig. Oh je. Heute, ja, also es war richtig schlimm. Und heute Morgen, und die hat dann immer Hunger, Hunger, Hunger. Ja, klar. Ja, da war es aber... Geil, dann war es aber keine Kotzgrippe, weil da hat man ja gar keinen Hunger eigentlich, ne? Ja, aber die, ja gut, die ist auch so gut im Futter wie ich eigentlich. Wir alle. Und Hunger. Dann hat sie gestern Mittagsschlaf gemacht, dann ist sie abends bei Zeit ins Bett, steht heute Morgen auf, wie ein anderer Mensch, zack, wieder am Tisch gebockt, ich will nicht und der geht's wieder gut. Okay. Das war ja die Frage. Auch echt was verloren oder so. Ja. Ich wollte gerade sagen, das hat ja voll Angst. Schon gegessen. Ja, ich hatte ja voll Angst, dass sie irgendwie jetzt Magen-Darm hat oder so, weil das geht ja auch gerade wieder rum. Ja. Aber das war jetzt ein Tag ein bisschen Kotzeritis und jetzt, ja, heute hat sie schon wieder richtig schön reingefärscht. Gut. Alles das bei Kindern aber auch irgendwie krass, da waren eine Krankheitswelle nach der anderen, ne? Was die alles mitbringen da. Also im Kindergarten ist es echt extrem und die sind ja auch in zwei unterschiedlichen Kindergärten. Ah, okay. Da ist dann doppelt. Das heißt, ja, das heißt, da hast du eigentlich ständig irgendwas in der Bude. Ja. Aber ich komme immer eigentlich ganz gut weg. Also wahrscheinlich ist dein Immunsystem deutlich besser als unseres, wenn du ständig Viren ausgesetzt bist, ne? Das ist wirklich so. Ich habe ja auch als Erzieherin gearbeitet und immer, wenn wir Sommerferien hatten, dann waren es meistens noch 3-4 Wochen und dann ging es wirklich nach Kollegen los. Jeder wurde krank und dann kamen die alle wieder und dann kam ja schon der Winter, da waren wieder alle krank. Also das ist ein ständiger Kreislauf.
Ja. Kriegt man auch in der Schule also, mit. Ja, oder in der Schule, das ist ja dasselbe. Und ja gut, aber ich sage immer, bringt nur alles mit, dann kriegen es einmal alle, also beide Kinder, genau. Und dann ist aber wieder Ruhe für eine Weile. Ja. Und wenn ich krank werde, dann haut es mich halt mal so richtig rein, wie Anfang des Jahres. Mal einmal alles. Ja, schön zu hören, dass du wieder fit bist und auch wieder im Training bist. Freut mich. Ja. Lena, wie geht's dir? Ja, also meine Trainings liefen gut. Die letzten Wochen lief so richtig, richtig gut. Und jetzt merke ich irgendwie seit 2-3 Tagen, dass so mein Rücken hat angefangen zu zwicken. Dann letztens im Brusttraining mein Ellenbogen irgendwie so gezwickt. Ich dachte, was ist jetzt los? Ne? Und heute lief das Training gar nicht. Also ich glaube, ich werde mal einen kleinen Deload machen. Also erstmal zusätzlich einen Rest-Day, weil die letzten Wochen lief es halt echt extrem gut. Auch wieder gut im Futter, jetzt endlich wieder Energie. Aber, oh Gott, krank werde ich nicht hoffentlich. Nee, aber ich brauche, glaube ich, einfach ein bisschen Pause. Aber ansonsten geht es mir super, also. Ja. Da kann ich mich nicht beschweren. Ich glaube, aber ich merke auch so, kennt ihr das, wenn die Motivation dann auch so gar nicht mehr so krass da ist und dann merkt man spätestens echt, dass die Pause einem gut tut und macht es. Ich meine, im Endeffekt ist es so, so wichtig, gerade die Pause. Ne? Der Körper muss auch irgendwo wieder auf Null kommen, wenn du die ganze Zeit so krass... Eine Pause? Nein? Entschuldigung, hattest du eine Pause nach Olympia? Nee. Das siehst du. Also doch, gezwungenermaßen war ich ja krank. Ne? Ich war ja schon während Olympia angeschlagen, hat es mich ja am Samstag direkt nach dem Wettkampf schon richtig umgehauen. Und dann war ich auch, als ich daheim war, glaube ich, noch eine halbe Woche oder so krank. Von dem her hatte ich schon eine Pause, aber es ist ja auch keine richtige Erholung, wenn der Körper eigentlich krank ist. Ja. Dann war ich tatsächlich im Januar nochmal krank, aber nur so 2-3 Tage. Und im Februar dann auch nochmal. So jedes Mal gefühlt, mein Freund hat sich irgendwo angesteckt und kam heim und dann habe ich mich angesteckt. Aber es war immer nur so 2-3 Tage, aber so eine richtige Pause hatte ich eigentlich nie. Das war dann ganz ehrlich realistischerweise halt so, ich hatte dann mal eine Woche lang statt 5 Trainingstage nur 4 oder 3. Das war es aber auch. Also so richtig regeneriert habe ich eigentlich seit Olympia nicht. Dann wird es Zeit. Ja, du brauchst jetzt schon die Also das ist zwar doof, so, wenn du dann krank bist, ich war ja auch so krank nach Olympia, aber hey, ich war so out of order, dass ich wirklich wie lange war das? Bestimmt 4 Wochen oder so, wo ich echt nichts machen konnte. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn man zu lange keine Pause macht, dann findet der Körper irgendwas, was einen dann in die Knie zwingt und das will ich halt jetzt verhindern. So. Ich merke jetzt einfach, es läuft irgendwie nicht. Nachher verletze ich mich noch oder so, das wäre super ärgerlich. Deswegen. Ja, hör auf damit. Ja. Ja. Ich hatte nicht vor, joggen zu gehen. Nee, lass das sein. Ist gefährlich, Cardio macht dünn. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sarah, wie läuft's bei dir? Ich habe gesehen, du warst in Spanien bei deinem Onkel und jetzt aber auch wurde die Pro-Card schon beantragt. Also was ist bei dir gerade Phase? Also ich habe es mir nochmal richtig gut gehen lassen. Die Deload-Phase war quasi Spanien komplett. Hast du nicht trainiert da? Nee. Mhm, gut. Also es waren 4 Tage. 4 Tage ist aber auch schon lang. Genau, habe es mir dann nochmal richtig gut gehen lassen, habe zum Schluss auch kein Cardio gemacht und nichts. Off-Season beendet und seit Montag bin ich dann mal wieder auf Diät. Also es geht los, ProCard also wieder für dieses Jahr beantragt. Und ja, jetzt geht's ab, ne? 16 Wochen. Alicante, oder? Ich will Portugal als erstes gehen, ja. Ich will gleich auf eure Wettkampfpläne eingehen, da können wir gleich über sprechen. Okay. Aber ganz kurz noch einmal. Ganz cool, ja. Also ich war auch eben am Trainieren. Ich habe mir letzte Woche leider ein bisschen wehgetan im Beintraining. Ja, das hatte ich so noch nie. Man hat hinten den Kopf hoch, also ein richtig krasser Kopfschmerz. Während dem Satz kam der erst. So. Und danach war ich eine Stunde bestimmt fast ausgenockt. Mir war richtig schlecht. Kaltschweiß, am Zittern gewesen. Und jetzt habe ich aber Dienstag, Mittwoch und halt heute auch wieder trainiert. Hat aber jedes Mal im Training diesen Kopfschmerz wieder. So, das hatte ich jetzt auch noch nie. Hat das einer von euch schon mal gehabt? Wie ist der Kopfschmerz? Von hinten. Ganz schlecht atmen bei zu viel Druck in die Birne. Ja. Also gerade bei Beine oder so, wenn du da presst oder Kniebeugen oder irgendwie sowas machst. Atmet falsch. Oder ist mir auch schon mal
ganz schön. Von was kommt das? Ist dann was verklemmt, oder? Nö, das ist einfach ein Überdruck im Kopf. Ja, also ich war halt gestern Abend noch bei meinem Osteopath, der hat mich einmal komplett wirklich eingerenkt und alles, ne? Nur, also ich bin halt auch kein Kopfschmerzmensch oder sowas, aber es war halt schon richtig heftig. Also ich jammer nicht viel, mir könntest du einen Zeh abpacken, ich würde ins Training gehen, ne? Aber dieser Kopfschmerz, das hat mir schon ein bisschen Schiss gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Weil es ist halt nicht ohne. Jetzt war es heute Gott sei Dank was besser, also der Kopfschmerz kam kurz. Ich habe dann ein bisschen low gemacht, so, ne? Aber boah, da hast du schon irgendwie, also ich habe bei nicht viel Schiss, aber bei sowas, ne? Vielleicht halt auch mit der Wirbelsäule, dass das irgendwie... Alles gut. Okay. Ja. Also meine Freundin hat das eine Zeit lang gehabt. Eingeklemmt, so Nacken oder so. Ja, genau. Weißt du, es kann unterm Schulterblatt. Ja, so unterm Schulterblatt, alles, ja. Die ja. Ist halt voll komisch. Ist halt voll komisch, dass es immer im Training wiederkommt und zwischendrin weg ist, gell? Jetzt habe ich nichts, ne? Also wirklich, das ist dann, sobald der Druck, klar, wir spannen uns ja an komplett und alles, ne? Sobald Druck da ist, zum Dienstag zum Beispiel, habe ich Push trainiert, erste Übung Schulterpresse am Gerät, was ja jetzt weiß Gott nicht viel ist, und das war auch der Aufwärmsatz so, ne? Und zack, bumm, einmal wieder komplett dieser... Das zieht dann hier von hinten so einmal so hoch, ne? Ja, genau. Und einseitig? Ist es einseitig bei dir? Nee. Okay. Was war mit deiner Freundin, Torben? Die hatte das auch oder hat das auch noch sehr, sehr lange gehabt sogar. Über Jahre. Macht der Sarah keine Angst. Ja, ich muss nicht dasselbe sein. Sie guckt gerade. Aber das war schon so weit, dass da wirklich dann auch mal MRT gemacht worden ist vom Kopf und alles. Ja. Ne? Also, dass man wirklich da abchecken wollte, dass da nichts ist. Und wir wissen es bis heute nicht. Also auch beim Neurologen gewesen und alles. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch ist. Müsst ihr mal fragen. Also ich denke mal, das war halt wirklich irgendwie im Moment verhoben oder dann, weißt du, verklemmst du dir irgendwas und das ist halt dadurch. Vielleicht auch ein Nerv eingeklemmt. Hatte ich das ja nie. Genau, Nerv eingeklemmt oder sowas, weil ich hatte nie Probleme mit sowas. Nur das nervt halt jetzt, ne? Ihr wisst ja, wie es ist so. Da fängst du gerade an und dann so, ne? Aber ist Stresslevel hoch gerade bei dir? Genau. Ja. Ja, das kann auch damit zusammenhängen. Ich denke, dass das mehrere Faktoren sind, weshalb das auch im Nacken, also beziehungsweise hinten sitzt. Ne? Ich kenne das auch und bei mir ist das auch, wenn zu viel rum ist oder auch wenn die Stange mal falsch auf dem Schulterblatt liegt. So. Ist, ja. Ja, genau. Und dann drückt es auf einmal voll in so einen Nerv rein und das zieht mir auch bis hoch in die Decke vom Kopf. Ja. Ja, ich denke mal, das kann so alles ein bisschen mit schon auf passiert einen, ist. Das muss ich jetzt mal, ich muss mal fragen, ob euch das schon mal passiert ist. Ja. Warte mal kurz. Ich habe beim Beinstrecker, habe ich immer, Michelle, du weißt, das habe ich immer meine Bandagen an. Zughilfen, ne? Die Zughilfen, mit genau Zughilfen, damit ich nicht raushüpfe. Also halte ich mich da immer fest. Ich, okay, Beinstrecker gestern, alles, heb mich. Und ich merke, ich verliere die Griffkraft und der ganze Zug, das ganze Blut schießt mir in meine Finger rein. Die Finger sind taub. Ach so, ja. Was? Juckt. Also abartig. Gejuckt? Das hatte ich noch nie. Ja, voll, das hat voll gejuckt. Die ganzen Nervenbahnen waren abgedrückt oder keine Ahnung. Also das war arg. Also ich hatte das mal, wenn ich, wie gesagt, falsch drücke oder so oder Kniebeugen war es bei mir immer, da war irgendein Nerv belastet vom Gewicht, dass meine Unterarme taub waren. Dann habe ich halt weiter gebeugt, aber ich dachte mir, scheiß drauf. Ja, keine Ahnung. Macht euch nicht kaputt, Mädels. Nein. Stets bemüht. Ja. Aber Stress ist wirklich krass. Ja, das, weißt du, Stress, das wirkt sich halt auch auf alles aus. Man sagt ja nicht umsonst, ja, das steigt einem zu Kopf oder sowas. Ja. Weißt du? Das sind ja alles so Sprichwörter, die stimmen ja auch wirklich. Ne? Und ich denke mal, das war so ein Kombi-Ding aus allem. Seht ihr das hier? Ja. Ja. Ja, Stress. Was ist das? Einfach Haarausfall im Bart. Wow, so voll die kahle Stelle, ne? Mhm. Krass. Das hat irgendwo auch. Vorgestern auf vorgestern gefühlt weg. Einfach alle Haare weg. So schnell dann auch? Innerhalb von einem Tag. Ach, krass. Und ich glaube, bei mir liegt es daran, dass einfach gerade die Situation mich mega stresst. Dann die ganze Umstellung, dass ich mit S-Bahn fahren muss und so weiter. Und dann war auch Lebenszeitverbeamtung. Und es kam alles zusammen. Wahrscheinlich dauert das jetzt ein paar Wochen, Monate, bis das irgendwie wieder nachwächst. Ja. Mein Körper. Es stresst dich, auf Lebenszeit verbeamtet zu sein.
Nein, es stresst mich, geprüft zu werden, damit ich Verbeamter werde auf Lebenszeit. Ja. Aber das ist doch auch erst nach ein paar Jahren, darf man das doch, oder? Nach 3, genau. Mhm. Ist jetzt bei mir soweit, deswegen. Okay. Ist es dann so, dass du so Prüfer hinten drin sitzen hast und die dann den Unterricht zugucken? Ja, genau. Da müssen dich die Schüler mögen, dass sie sich benehmen, oder? Ja. Aber ich glaube, du bist ein beliebter Lehrer, oder? Ich hoffe es. Ich denke schon. Also die haben sich alle super benommen und lieben auch eigentlich ganz gut. Das ist cool. Sehr gut. Ja. Ja. Michelle, wie ist bei dir die Lage? Ja, ne, wir sind auch wieder auf Umzugsbruch. Wir ziehen auch wieder um, weil wir uns halt jetzt dafür entschieden haben, dass wir eine größere Wohnung wollen, weil es halt einfach viel zu klein hier ist für 2 Leute plus 3 Haustiere. Und lange Rede, kurzer Sinn, am 11. April haben wir unseren Umzug. Da haben wir alles organisiert und jetzt werden noch so ein paar Kleinigkeiten hier erledigt. Genau, ansonsten Training läuft nach wie vor, macht mir immer noch Spaß. Ansonsten ist, glaube ich, bei mir relativ ruhig. So. Bei dir wollte ich noch was fragen, und zwar hast du demnächst ja eine OP anstehen, ne? Ja. Habt ihr das mitbekommen? Nee. Nee. Erzähl mal, und dann bin ich mal gespannt auf eure Reaktion, Mädels. wir hatten es ja noch im Podcast davor über die Weiber, die sich... Implantate oder was auch immer in den Po setzen lassen, aber ich werde mir eine BBL machen lassen, also das ist im Endeffekt, du kriegst aus verschiedenen Körperstellen Fett entzogen und halt in den Arsch und in den Unterkörper gespritzt, ja. Und das war für mich schon immer, wieso BBL, du hast doch einen Po, du bist doch in der Wellnessklasse, wie auch immer. Ich hatte nie eine gute Po-Genetik, also so oder so. Ich hätte auch noch mehr trainieren müssen und noch mehr dranbleiben müssen, noch jahrelang, um da dran zu bleiben, um überhaupt an das Ziel zu kommen, wo ich gerne hätte. Und ich denke halt immer, es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, glücklicher zu sein oder zu werden. Und wenn das für mich oder meinem Selbstbild passt, dann denke ich mir halt einfach, jo, wieso nicht, dann mache ich das halt. Also ich bin auch der Meinung, wenn man selbst denkt oder wenn es dich glücklich macht, kann jeder mit seinem Körper machen, was er will. Jetzt habe ich nur mal eine Frage. Ich habe mich damit noch nie so intensiv beschäftigt, aber ich habe mal gehört, dass das eine der riskantesten Schönheits-OPs ist, die es gibt, oder? Ist es so? Es war mal so. Es gibt jetzt schon seit 2016 ungefähr, ich müsste jetzt raten, eine neue Methode, die wird, das heißt Waterjet Liposuction, also im Endeffekt wird so ein Wasserstrahl in die Fettzellen reingesprüht und das zerstört sozusagen die Fettzellen an der Stelle. Mhm. Und tut aber gleichzeitig auch diese Fettzellen reinsaugen. Und früher hat es einfach nur rausgezogen. Also irgendwie war früher das viel riskanter. Und das Werkzeug oder die ganzen Sachen sind natürlich jetzt auch viel moderner, hochwertiger. Man entwickelt sich natürlich auch weiter und die ganzen Ärzte haben jetzt auch diese Methode umgesetzt weltweit. Und jetzt ist es eigentlich... Holy. Das hat gerade voll gedonnert und jetzt habt ihr das gehört. Ja. Bei wem? Ja. Bei Sarah? Bei mir. Ja, voll. What the heck? Habt ihr das gehört? Ja, voll. Oh. Geil. Okay, wir sparen hier nicht an Special Effects, Leute. Ja, alles mit drin. Genau, und eigentlich ist es so mittlerweile, dass sie so gilt wie eine Brustoperation. Okay, jede, vom Risiko her. Vom Risiko. Natürlich hat jede Operation ihre auch Schattenseiten und man muss natürlich mit Verstand an die Sache gehen und das ist nicht eine Entscheidung, die man von heute auf morgen trifft, weil es sind ja auch natürlich Kosten, die dazukommen, ja, die man selbst tragen muss. Und das sollte wohl überlegt sein, wie alles andere auch, ja. Was kostet das? Habe ich nur noch mal eine Frage. Ich weiß nicht, ob ich die schon dich gefragt habe oder nicht, aber also grundsätzlich finde ich das auch, das ist in jedem muss sein, wir. Und wenn einen das glücklich macht oder einen das glücklicher macht als davor, ja, und man selber schon dran gearbeitet hat und es halt dann nicht funktioniert, warum soll man dann nicht Hilfe von anderen in Anspruch nehmen? Ja. Also das ist schon mal das Erste. Und zweitens, jetzt sagst du, das ist Fett. Bei Implantaten konnte ich mir jetzt vorstellen, okay, bei Wellnessathleten, die haben diese Implantate drin, die sind ja immer da, auch wenn sie diäten. Genau. Aber jetzt
hast du da Eigenfett drin. Das heißt, die Fettzellen, die werden wahrscheinlich dann irgendwie festwachsen oder so. Genau. Und wenn, ich meine, du hast ja gesagt, du pausierst jetzt erstmal mit Wettkämpfe, aber jetzt sei es drum, in ein paar Jahren, da hast du nochmal so richtig Bock und willst es nochmal wissen und du gehst auf Diät. Ist die OP dann umsonst gewesen? Also es ist immer so, dass eigentlich nach der Operation so circa 80% von den Fettzellen überleben, wenn man natürlich sich auch an die ganzen Vorschriften hält. Ne? Man hat natürlich auch die ersten 6 Wochen ist schon ein bisschen einschränkend in seinem Leben, aber das nimmt man natürlich auch alles in Kauf. Und wenn man sich gut daran hält und es gibt auch so eine Art Kompressionsmieder, die man halt über einen Zeitraum dann auch weiterhin tragen soll, so wie dieser Stütz-BH gibt es halt jetzt auch für diese Operation so Ganzkörperdinger. Und ich glaube, wenn man da halt dran bleibt, dann können die Fettzellen gut anwachsen. Natürlich ist es so, dass wenn man stark abnimmt, dass natürlich die eine oder andere Fettzelle dann auch abstirbt. Ja, also ob die dann wieder zurückkommt oder ob die sogar dann wieder an der Stelle wächst, wo ich ja eigentlich das Fett abgesaugt bekommen habe, das ist nie gesagt, ja. Eigentlich ist es das Nonplusultra, das Perfekte wäre halt einfach eine ausgewogene Ernährung, das Gewicht stabil halten und dann hat man auch davon seine Langzeitergebnisse über immer, ja. Wie garantiert man denn, weil ich sage es ja immer so, ne? Also wenn man jemand jetzt einfach einen fetten Arsch hat, der sieht ja jetzt nicht unbedingt so gut aus wie ein aus Muskeln gebauter Po. Deshalb verstehe ich denn auch den Unterschied. Also Implantate, die sind ja fest, ja. Aber Fettzellen, das sind ist weich. Ja nicht unbedingt fest. Ne? Genau. Ja. Wie kann man das beeinflussen, wie das dann nachher geformt ist? Kann man das überhaupt dass das beeinflussen? Halt auch symmetrisch ist, ne? Weil ich hätte irgendwie Angst, dass das halt nachher nicht der Form entspricht, wie es dann sein soll. Und so länger Arsch. So wollte ich es nicht sagen, Tom. Aber... Da brauchst du Teveo-Leggings, dann geht das wieder. Natürlich ist das auch die Aufgabe von deinem Arzt. Also der Chirurg muss eigentlich auch dafür dieses Händchen haben, dass er dir jetzt zum Beispiel nicht... keine Ahnung, ich meine, ich habe jetzt auch nicht den übermäßigen Fettanteil in meinem Körper, um da auch mäßig viel Fett zu holen. Natürlich muss er das halt so machen, dass der Po im Endeffekt eine runde Form kriegt, ja, weil bei mir ist es so, ich habe so typische Reiterhosen und Hip-Dips, also es sieht komplett so quadratisch-kastisch-mäßig aus und mir geht es eigentlich nur darum, dass ich einen runden Po bekomme und da muss man ja nicht, keine Ahnung. Da werden Lücken aufgefüllt sozusagen. Genau, ja, es werden Lücken aufgefüllt. Für jemand, der jetzt zum Beispiel schon sehr stark übergewichtig ist, da muss man halt gucken. Ich meine, im Endeffekt dieses BBL, das verändert ja im Endeffekt nur die Form. Also du kannst jetzt nicht dadurch jetzt auf einmal ultra den Sixpack bekommen und lean as fuck, ja. Also es geht um Körperforming im Endeffekt, ja. Und er guckt halt, dass es ästhetisch am schönsten aussieht, ohne dass irgendwie noch nachträglichen Schaden entsteht. Wenn man natürlich davor schon ein schlechtes Bindegewebe hat, was jetzt zum Beispiel Zellulitis angeht oder auch Dehnungsstreifen, dann geht es ja dadurch nicht weg. Also es ist keine, ne? Also viele denken dann immer, ja, ich habe mir jetzt BBL gemacht und habe leichte Dellen im Po. Ja, die hattest du davor auch schon. Also da ist nicht der Arzt schuld, ne? Ja. Das war der Grund, dass du dieses BBL machst und keine Implantate? Es waren auch mit Implantate gedacht. Das steht auch immer noch für mich selbst im Raum. Ich habe Respekt halt einfach noch davor, weil ich sag mal so, ich habe mich lange mit den Ärzten beschäftigt, wer jetzt eigentlich so aktuell auch mit Implantaten gut arbeiten könnte. Es ist einfach noch so ein bisschen dieses Denken. Fremdkörper da, so, die sind ja schon groß, oder? Sind jetzt nicht so Brustimplantate, sind ja recht klein. Also nee, im Gegenteil, also Brustimplantate kannst du auf jeden Fall mehr nutzen. Aha. Bei einem Po-Implantat ist es nicht einseitig und dann kommt die Wölbung, sondern sie sind so gewölbt. Also die sind so, dass du, der Muskel wird dann von innen einmal so ausgefüllt und nach so ausgefüllt, dass im Endeffekt wenig Volumen rein muss, aber dafür mehr poppt. Keine Ahnung. Ja, es ist für mich einfach nur noch so dieses, nicht,
was die anderen Leute denken, ist mir egal, weil ich habe es auch schon öffentlich gemacht. Ich habe da kein Problem mit. Das ist einfach noch so ein bisschen, ich habe Angst, dass ich das bereuen werde. So ein bisschen. Mhm. So, weil nicht der Fremdkörper an sich, weil ich habe auch Brustimplantate und ich habe es eigentlich relativ gut, wie nennt man das, regenerieren können. Aber mal schauen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Bedenkzeit und dann schaue ich mal, was bei rumkommt. Wann würde das anstehen? Am 20. April habe ich meine Operation, ja. Mhm. Ja. Ja. Hast du, euer Umzug ist aber davor. Ja, ja, am 11. April. Ach Gott, das ist doch immer wie bei dir mit deiner Prep. Ich mache alles am besten an einem Tag und dann... Ja, ja. Aber ich fand die Nadines Frage wirklich ganz interessant. Dass halt, wenn du dann mal eine Diät machst, also ich habe es immer so verstanden, dass bei einer Diät sich diese Fettzellen halt entleeren gefühlt. Ja, genau. Na, ja. Aber irgendwie können aber auch teilweise absterben. Ja, okay. Genau. Mhm. Ja, aber der Großteil wird dann wahrscheinlich drin bleiben und dann, wenn du wieder zunimmst, wird der Po dann auch wieder wachsen, oder wie? Genau, genau. Es ist ja im Endeffekt, das sieht man ja auch jetzt bei uns, wenn wir immer wieder Diäten machen, ist die Körperfettverteilung immer von Jahr zu Jahr besser, weil es natürlich auch unter anderem die gute Ernährung, es auch die Körperfettzellen sind, die nicht mehr ständig da sind, weil es gibt ja hartnäckige, die lange brauchen, um abzunehmen oder sich zu leeren. Mhm. Genauso, ja, genau. Ja, also ich glaube, gerade auch dieses, man sagt ja nicht umsonst so, dieser Babyspeck, der braucht echt immer, wenn man noch nie eine Diät gemacht hat, braucht der ewig, bis der mal weg ist, gerade so irgendwie unterm Po oder bei mir war es häufig dann irgendwie Hüfte, genau. Ja. Genau. Das ist echt so, sobald der einmal weg ist, dann geht es immer viel einfacher. Ja, genau, weil dann ist es wirklich nur noch ein kleiner Schnipp, ne? Also natürlich ist es auch für mich schon so der Gedanke, wieso ich das Ganze mache, weil ich jetzt erstmal nicht an die Bühne gedacht habe, was jetzt in 5 Jahren ist und wenn es mich packt und ich sage, okay, ich nehme das in Kauf, weil ich einfach wieder übel dieses Brennen in mir habe, dann würde ich mir das nicht ausreden, aber jetzt so, ich lebe halt jetzt in dem Moment und habe mir das davor schon die ganze Zeit überlegt gehabt, auch während meiner Wettkampfsaison schon und ja, deswegen weiß ich nicht, was in 5 Jahren ist. Hättest du es auch gemacht, wenn du weiterhin Wettkämpfe gemacht hättest? Weil da kommt ja häufig dann die Kritik an Wellnessathletinnen, die Implantate haben, dass das ja eigentlich nichts mehr mit dem Sport zu tun hat. Nee, weil ich das ja auch selbst letztes Mal beim Podcast für schlecht empfinde. Weil ich sage auch so, selbst wenn ich jetzt Implantate mache, dann würde ich auch keine Wettkämpfe mehr machen, weil ich das einfach nicht für fair halte. Ja. Gegenüber den Athletinnen, die wirklich sich halt Jahren den Arsch aufreißen und wirklich sich bemühen, vorne mitzuspielen. Und dann kommt da eine hergewackelt, hat die beste Taillesymmetrie und dann fetten Implantatarsch. Das ist einfach ja nicht fair. Ja, obwohl man ja irgendwo sagen muss, die Möglichkeit hätte ja jeder. Ja. Ist ja genauso wie mit Unterstützen. Ja, ja, klar. Die Möglichkeit hat ja jeder. Und wenn dann jemand natural auf die Bühne geht und dann sagt, das ist aber unfair, weil die das machen. Die Möglichkeit hat ja jeder. Muss ja im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich finde, man muss dann gegebenenfalls einfach auch in der Bewertung unterscheiden, denke ich mal. Ja. Ich meine, momentan ist es ja befürwortet, Entschuldigung, Torben. Das ist gut. Also momentan finden die Judges ja das toll. Also deswegen sind ich wollte gerade sagen, in Ungarn war das ja der Hit. Aber, bei Brustimplantate, also ich glaube, gerade in der Bikini-Klasse hat man schon einen Nachteil, wenn man keine hat. Ja. Weil es halt optisch einen Unterschied einfach macht. Ich finde es auch schöner, wenn man in der Bikini-Klasse Brustimplantate hat. Total. Klar, kann auch blöd aussehen, kann auch blöd gemacht sein, kann auch kacke aussehen. Und in der Figurklasse, wenn die zu groß sind, sieht es auch total blöd aus. Aber irgendwo ist ja schwierig, so eine Grenze zu ziehen zwischen, wo wird jetzt wirklich nur das reine Gesamtbild bewertet, inklusive Muskulatur, weil überall kann man sich natürlich nicht irgendwo Implantate und dies und das. Aber Ja, man kann Brust halt nicht trainieren und dass die größer wird sozusagen. Das ist vielleicht der Unterschied zum Po, aber ich finde es schwierig, einfach pauschal zu sagen, dass es nicht erlaubt ist. Ist ja auch nicht so, es ist ja erlaubt.
ist es ja erlaubt. Es ist ja auch irgendwo ein ästhetischer Sport, ne? Also das gehört ja auch, aber da gibt es halt einfach eine Grenze. Stimmt schon. Irgendwann wann hört es auf und weil später kommen dann wirklich auch teilweise dann Männer, die dann Implantate irgendwo haben, ja. Also. Die Frage ist immer nur, weil ich finde halt auch, dass Muskulatur, klar in der Wellnessklasse jetzt nicht, aber zum Beispiel eine Schulter, die muss ja irgendwo auch gestreift sein. Ja. Und ja. Ein Muskel, der kann sich ja immer noch bewegen. Also gerade beim Posing kann ich ja einen Unterschied machen, wenn ich Druck auf den Muskel gebe und wenn ich den Druck rausgebe, dann verändert sich ja was. Und ein Implantat ist halt steif, da passiert ja nichts. Aber das sitzt ja unter dem Muskel, das heißt, du hast nach wie vor Spannung und du kannst deinen Arsch bewegen. In dem wenn der Körperfettanteil nicht reduziert ist, siehst du keinen Unterschied. Also das drückt nur den Muskel stärker raus. Genau. So, okay. Und wie sieht man dann überhaupt, ob jemand Implantate hat? Sieht man das an dem Körperfett, wenn der richtig reduziert ist, siehst du einfach, dass der Po zu oben, also wirklich zu krass kantig absetzt. Also das ist, es sieht schon ein bisschen, du guckst schon hin und denkst, irgendwas stimmt doch da anatomisch nicht so richtig, ja. Also es ist, man merkt es schon. Ich glaube aber, wenn es gut gemacht ist und dann muss man, dann kann man nur spekulieren. Das Miss Olympia von der Wellness hat die Implantate? Nee, das glaube ich nicht. Also ich habe die ja im Dragon Slayers gesehen. Dieser Arsch. Ja. Ohne Platz. Also ich meine, da kann man ja gut mit. Detaille. Ja. Und dieser Arsch war einfach so. Also der war riesig. Die gewonnen hat, ne? Und weißt du, dann wenn die so sich vorgebeugt hat, du hast dieses Dreieck gesehen. Hammer. Mich macht das schon krass. Ich will anfassen. Ja, also sie war echt heftig. Schön. Ja. Mega. Ja, im Endeffekt geht es ja bei dem Sport eigentlich nur darum, dass du diese Illusion und diese Bühne, Form auf die Bühne bringst. Und laut Regelwerk muss es ja auch abgewertet werden, wenn du halt Nebenwirkungen, wenn du deutlich siehst, dass halt Steroide missbraucht worden sind, dass Pulver missbraucht worden sind. Ich glaube, auch bei schlechten Implantaten würdest du es halt abwerten, wenn du halt siehst, dass von außen wirklich was gemacht worden ist. Aber wenn es halt so gut gemacht worden ist, dass du es halt nicht siehst, ähnlich bei Synthol. Ja. Wer soll denn da halt das Ganze abwerten, ne? Ja. Und zum Beispiel wurden ja die ein oder anderen amerikanischen Wellnessmädels auch, wurde spekuliert wegen Hyaluron, weil das ist ja auch sowas, das ist der eigene Körper, was der eigene Körper herstellt. Und da war dann auch schon so ein bisschen im Raum gestanden, ob die ein oder andere sich Hyaluron in den Po sich spritzen gelassen hat. Weil das gibt es als Behandlung, um einfach noch mehr Volumen herzubekommen, ohne jetzt irgendwie Langzeitausdauer oder so zu haben. Alles möglich heutzutage. Die Männer, die lassen sich halt dafür dann die Fersen aufspritzen. Ja, dass sie höher sind. Irgendwo ist es so, als Purist oder Idealist für diesen Sport so ein bisschen schade, wenn man sich da irgendwie komplett zuklustert und zuspritzt, anstatt irgendwie dadurch körperliche Leistung zu überzeugen. Aber es ist momentan einfach der Stand der Dinge, ne? Und wie du schon sagtest, jeder hat die Möglichkeit, das zu machen. Und ich glaube, gerade Profis, die dann halt irgendwo Schwächen haben und das halt kaschieren könnten, die machen das dann auch, ne? Ja. Na, ich wollte noch kurz vorhin gefragt haben, was das Ganze kostet und welche Einschränkungen dann damit sich kommen. Du hast gesagt, das wird dann noch ein paar Wochen Einschränkungen bringen. Kannst du 6 Wochen nicht sitzen, oder? Ja. Ich darf 6 Wochen lang, also 4 Wochen lang darf ich nicht auf meinem Po sitzen. Und dann gibt es so eine Art BBL-Kissen, wo man sozusagen auf dem Schnabbele, ich weiß nicht, wie man das sonst erklärt, also man sitzt nur mit den Unterschenkeln auf diesem Kissen, dass der Po eigentlich im Endeffekt frei hängt. Ne? Also man muss sich halt dann komplett so zurücksitzen, dass man dann halt ein bisschen erhöht sitzt. Ja, und ich darf nicht auf dem Rücken schlafen. Genau. Ja. Also schläft auch auf dem Rücken, ist ja super unbequem. Echt? Ich bin ein voller Rückenschläfer. Echt? Nee. Ich bin voller Seitenschläfer. Ich schlafe so. Ja, ich auch. Ich bin Team Bauchschläfer. Bauch und Seite. Bauch meistens schlafe ich meistens ein und auf der Seite schlafe ich dann, wenn ich aufwache,
Lena, ich brauche Tipps, Lena. Ich brauche Tipps. Ich versuche es jeden Abend und ich denke mir jedes Mal, ich kriege keine Luft mehr. Hol dir doch am besten so ein Stillkissen. Ja, manche schlafen noch so Stillkissen. Oh, ja. Also was ich immer mache, ich habe mir auch schon überlegt, ich auch nicht auf den, ich umarme mein Kissen einfach. Also ich liege dann so und dann umarme ich mein Kissen. Der Torben nickt nur. Ja. Na gut, ich habe ja extra mir ein Schwangerschaftskissen deswegen gekauft. Ja. Probier es einfach mal mit dem. Weil wenn du holst dir so eine Massageliege, wo du das Teil ausklappst, dass du im Kopf drin liegst. Habe ich mir auch schon überlegt gehabt. Oder das ist so schlimm. Mir läuft da immer, also auch wenn man dann massiert wird, dann werden ja die Lymphen angeregt irgendwie. Ja. Und mir läuft dann immer der ganze Schnodder vorne in den Kopf rein. Ich habe irgendwann so einen Druck auf dem Kopf, so eine Rotznase. Ich finde es so schlimm. Leg mir einmal drunter. Oh, ekelhaft. Nee. Ja, nee, also Kosten sind 12.500 Euro. Ja, also das muss überlegt sein. Also wie gesagt, das ist nichts, was man von heute auf morgen macht. Machst du das in Deutschland? Ja. Das gibt's. Okay, krass. Genau, ich hatte einen Arzt, der in Spanien, also gerade auf Instagram und im Google relativ sehr hohe Reichweite hatte und habe mich dann lange informiert und dem sein Kollege, mit dem er ganz lange zusammen operiert hat, hat jetzt eine Zweitpraxis auch in Deutschland und dann habe ich halt gedacht, okay, dann bleibe ich lieber zu Hause, wo ich auch weiß, ich kann abgeholt werden und nach Hause und dort weiterquälen. Ja. Boah, stell dir mal vor, noch irgendwie zwei Stunden im Flieger sitzen oder so. Und dann kannst du ja gar nicht. Geht ja nicht. Und zurück dann laufen. Nee, du bist auch verpflichtet, dann 2 Wochen lang dort in Spanien zum Beispiel in so einer Art Daycare-Unterkunft hinzugehen, wo dann auch, wie heißt das, Krankenschwestern und sowas sind, aber das wären dann noch mehr Kosten gewesen, deswegen nee. Ja. Vor allem, wie soll es denn zurückkommen? Du kannst nicht im Auto sitzen, du kannst nicht im Flugzeug sitzen. Ja, muss es stehen, ja. Laufen oder in so einen Krankenwagen legen und los. Ja, so auf die Art. So Krankentransporte, so Flugzeuge. Ja. Ja, mir ist noch was passiert, als ich zurückgeflogen bin. Ich stand ja 2 Stunden auf dem Rollfeld. Ach. Ja, Starterlaubnis war nicht gegeben, da war so eine Nebelwolke und es ist ja wirklich so, wenn du im Flieger drin bist, dann kannst du ja auch nicht mehr irgendwie raus oder so, ne? Das heißt wirklich 2 Stunden lang nur auf deinem Sitz, konntest dich vor und nicht zurück, nur weil diese Nebelwolke da auf dem Rollfeld festhing. Boah, ich dachte so, wenn du wenigstens noch draußen im Flughafen wärst, dann kannst du wenigstens vor allem rumlaufen. Kriegt man da, auch wenn man sich dann reinsteigert, richtige Panikattacken, ne? Also, weil ja, wenn du jetzt wirklich jemand bist, der so Platzangst hat oder sowas, dann hast du halt gelitten, ne? Ja. Aber das war echt, ich dachte so, boah, nee. Hat auch noch nicht gehabt. Naja. Das ist übel. Gut, machen wir jetzt den Cut. Michelle hat jetzt lange genug gesprochen über ihre Pläne. Ich will eure Pläne wissen. Wettkampfbinne. Ich habe gehört, Nadine ist auf Diät, Sarah ist auf Diät und Lena, du noch nicht wahrscheinlich. Nee. Aber ich will hören, was sind eure Pläne? Natürlich ist das Ziel die Olympia von euch allen wahrscheinlich, aber was sind eure Pläne auf dem Weg dahin? Ja, also ich will auf jeden Fall jetzt, also ich peile Portugal als ersten Wettkampf an, Estoril, genau, das sind jetzt dann halt 16 Wochen. Ja, das wird der erste sein. Dann danach London. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Weil London ist Anfang August, oder? Erst. Anfang August, genau. Ja, und Portugal ist Anfang Juli. Dazwischen wäre auch nochmal Alicante, aber das, glaube ich, mache ich wieder so ein Spontan-Ding, wenn ich das mache. Ja, das sind so die ersten 3. Ist noch mal Alicante. Ich dachte, im September wäre Alicante. Ja, auch, aber es ist immer Alicante zweimal. Alicante ist irgendwie oft... Ja, ja das, ist oder doch, das kann sein, dass das noch. Das ist doch einmal, Nadine, das ist doch einmal die M-Pro und einmal die European Pro und im September genau. Ist genau. Genau. Ja, ja, genau. Und Big Nation ist das nochmal eine dazwischen, oder wie? Ja, nee, ich glaube, da gibt es noch irgendeins. Ja, weil für uns also Figuren nicht. Hä, wann ist denn die M-Pro? Am 18. Ist das die Big Man Show? Nee. Nee, das Big Man ist Portugal. Die M-Pro ist. Achso, M-Pro. 18.06. Hä? So früh? Okay, krass. Am Sonntag. Ah. Ja gut, das war ja letztes Jahr, war es ja auch so Juni, Juli rum, ne? Alicante. Weil Portugal war direkt eine Woche danach. Genau, genau. Ach, weißt Wochen. Du, was das ist vielleicht, Nadine? Da gibt es doch so Gallego irgendwas? Irgendwas mit Victoria, oder? Ja gut, aber das ist für die Profis. Ich dachte, das wäre nur Amateur. Ja, habe ich auch gedacht.
Nee, das Galego-Gedöns, das ist ja immer mit den lilanen. Genau, ja, das, ja. Ist, nee, das ist, glaube ich, Amateur. Ja, weil das ist, Spanien, also das sind die Spanien ist auch noch mal öfter. Es gibt ja in Spanien auch noch die Big Men. Ja. Nee, das genau. Ist Portugal. Das ist Portugal. Nee, Big Man, nee, es gibt ja Big Man Weekend gibt es auch in Alicante und da waren meistens nur Bodybuilding und ja. Bikini. Ja, da hat immer war ich ja letztes Jahr. Ah, okay. Okay. Ja, deswegen haben wir das nicht auf dem Schirm, Nadine, wahrscheinlich, weil es keine Figurklasse gibt. Ja. Ja. Und wenn es dann auch nicht geklappt hat, Sarah, geht es dann weiter, oder? Ja, natürlich, solange bis es klappt. Ja, ich mache ja viele Wettkämpfe immer. Also es waren jetzt so die ersten drei. Die aber Amerika ist vom Tisch? Noch nicht ganz. Mal gucken. Also das ist ja bei mir, entwickelt sich das ja immer wirklich das Jahr über. Ne? Also klar will ich auch gerne nach Amerika, aber grob ist jetzt erstmal so europäischer Raum angepeilt. Wer weiß, vielleicht doch noch irgendeiner in Amerika, aber das ist wirklich so ein Spontan-Ding. Mhm. Diese Fit-Parade, die ist ja auch ein bisschen später in der Jahreshälfte. Wo ist die nochmal? 15. Rein? Oktober. Ich habe hier die genau. Liste. Ja. Die zählt nicht mehr rein, gell? Oder? Nee, die zählt schon in Quali 24. Das ist der erste in Europa für Quali 24 dieses Jahr. Das ist Rumänien und Ungarn. Ungarn, ne? Ungarn. Genau, Ungarn. Rumänien ist am 11.11. Mhm. Genau. Ja. Ja, so ungefähr. Ich hatte mir auch ein paar raus. Warte, ich muss auch mal gucken. Auch schön ist für Bikinis Polen. Ja. Aber Polen ist schon im Juni, gell? Oder kommt Polen nochmal? Ich glaube, im September ist doch nochmal eine Show. Ich glaube so. Nochmal. Der macht zwei Shows immer. Ja. Ja, warte, ich guck mal gerade. Und es ist nicht so weit weg. Das ist auch cool. Ja, und also Polen so toll, hat... Echt. Ich würde das so gern starten, aber der macht immer nur Classic... Nee. Doch, Classic Physik. Classic, ja. Und Bikini. Ja. Figur macht er nicht. Ich hatte mir noch mal Italien angemarkert. Mhm. Am 10.9. Ich markiere immer alles. So das ist Rom. Das ist in Rom. Nee, da steht noch nichts. Aber ich glaube, das ist Rom, oder? Oder das ist dieser Yamamoto Cup, oder wie der heißt. Ja, genau. Wo sie mal dann zwei Wochen vorher Bescheid sagen, wo es stattfindet. Ja, das ist der Yamamoto Cup, genau. Ja. Den hatte ich mir noch angemarkert. Was haben wir hier noch? Ja, genau, London. Dann haben wir hier noch Prag. Rumänien. Prag ist am 18.11. aber erst. Mhm. Das hat sogar, ja. Ist echt spät. Ist, auch, ist da dieses Jahr, das ist EWLS, oder? Mhm. Ja. Ist da dieses Jahr dann Figur? Weiß ja, nicht, ich habe es mir aufgeschrieben. Figur ist dabei. Echt? Ja, ja. Mhm. Ja, guck mal. Das ist schon Quali, aber auch für 24, oder? Ja, das ist auch nach dem Olympia schon, Nadine. Weil der Olympia ist ja schon 3. bis 5.11. und die, wie spricht man das denn aus? EVLS ist am 20. Ja, ja. 18. bis 20. also wahrscheinlich 20. dann für die Profis. Finde ich richtig schön, dass es wieder so eine Post-Olympia-Season gibt. Man sich direkt so war es ja früher auch gegangen, ne? Dass die ganzen Amis dann gesagt haben, ah, das sind noch ein paar Shows, dann sind die auch mal rübergekommen nach Europa. Genau. Ja, ich denke, dass das dieses Jahr auch wieder richtig geil wird, also bei der Evils Prag. Das war ja letztes Jahr schon super und ich denke, dieses Jahr nochmal on top. Das Geile ist halt, du hast dann wirklich lange Zeit, wenn du dich dieses Jahr noch für das nächste Jahr qualifizierst, dann hast du echt eine schöne Off-Season. Ja. Ja. Du musst das die ganze Zeit irgendwo von Ort zu Ort rumhüpfen, um zu gucken, dass du die Quali holst, ne? Ja. Ja. Und Polen ist aber am 22.10. noch übrigens, ne? Also auch spät. Ja. Aber ich glaube, ich werde also diese späte Saison auch noch mitnehmen, auf jeden Fall, ne? Du hast ja innerhalb von einem Monat irgendwie 4 Wettkämpfe, ne? Ja. Ja, gut. Ja. Nadine, was ist bei dir geplant? Du bist auf Diät, also wofür? Für Alicante und Portugal erstmal. Also Portugal seht ihr euch beide euch dann. Yeah. Genau. Was sind die im Juli? Sind im Juli. Juni und Juli, also Juni 18. Schon. Juni. Genau. 12 Wochen sind es jetzt bis zur EMPRO. Und 3 Wochen später ist dann Portugal. Die Zeit wird wieder so fliegen, gell? Das wird so Wahnsinn sein. Ja. Jetzt noch drüber geredet und ein paar Wochen, oh krass, ist soweit. Ja. Ich habe dem letztes in der Story gepostet, wo wir da in Ungarn saßen. Ja. Es war echt schön. Ja.
Wirklich. Ja, dieses Jahr bin ich allein. Tut mir leid. Sarah ist ja da. Ja. Ich bin da. Genau. Lena, hast du schon was ins Auge gefasst, oder? Ja, ich werde Anfang August nach Amerika fliegen. Also ich starte jetzt echt ein bisschen später, August. Bedeutet aber auch, dass ich in Europa nur einen Qualifier mitnehmen kann, die European dann im September, weil dazwischen gar nichts mehr ist. Also, ja, wird schon eine Herausforderung dann für dieses Jahr, ne? So, Amerika, man weiß ja, es ist die Tampa und Texas, also sind es gerade nicht Wettkämpfe, wo wenige Leute starten oder keine bekannten Leute starten, würde ich mal sagen. Aber ich will einfach jetzt, ich will in Amerika mich mal gescheit zeigen. Ja. Da habe ich auch Lust drauf. Und ich habe auch einfach gedacht, also ich würde jetzt nicht schon wieder auf Diät wollen. So, ich brauche halt einfach noch Muskulatur. Und so die 4 Wochen mehr, die brauche ich. Und dann, ich habe dann auch nur 12 Wochen bis zur ersten Show tatsächlich, aber das reicht, denke ich, ganz gut. Sind nicht mehr so hoch vom Gewicht wie letztes Jahr. Der Plan ist ja jetzt tatsächlich ein bisschen riskanter, dann zu sagen, du setzt ja, also, weil, nehmen wir mal ehrlich, Tampa und Texas dann. Ja, genau, das meinte ich. Ne? Und eine Wettkampf, da muss ja nur jemand kommen, der irgendwie dann doch an dem Tag ein bisschen besser ist, dann hast du keine Quali in der Tasche. Ja, aber dann kann ich ja noch die Quali für 2024 mitmachen, die sind ja dann noch. Und, also wäre es für dich kein Beinbruch, wenn es dieses Jahr nicht klappt? Kein Beinbruch, aber es ist trotzdem ein Ziel. Mhm. Natürlich, natürlich. Ja, genau. Find ich mega cool, dass du das machst, dass du sagst, du fliegst rüber und willst dich da auch nochmal präsentieren und zeigen. Ja. Ich finde, das ist auch halt eigentlich echt wichtig, ne? Wenigstens Amerika mal so. Es gehört dazu. Und gerade du warst Olympia, also jetzt heißt sowieso Wettkämpfe in Amerika mitnehmen, zeigen und präsentieren. Also einfach. Ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mich jetzt über Europa wieder qualifizieren würde, ich würde trotzdem weitermachen, ich würde trotzdem in Amerika Wettkämpfe machen, also weil was bringt es mir, mich wieder in Europa zu qualifizieren, wenn mich dann in Amerika auch wieder niemand kennt. Ja. Und ich weiß halt einfach besser, wenn ich neben den Amerikanerinnen stehe, an was ich noch arbeiten muss. So, weil wenn du halt in Europa gesagt kriegst, vom Tyler Mannion, Muskulatur passt, passt alles, einfach ein bisschen weicher kommen für den Olympia, so auf die Art, ne? Beine dürfen nicht so hart sein und du dann in Amerika stehst und du dir denkst, mir fehlt gefühlt 5 Kilo Muskelmasse, dann finde ich halt auch die Kritik, die man in Europa bekommt, nicht so hilfreich, muss ich ehrlich sagen. Man muss auch ehrlich sagen, die sagen immer was anderes. Mhm. Also jeder sagt da was anderes. Ich glaube, wir haben es bei der Olympia auch die Mädels gesehen, wie die aussahen. Und zu mir hat man gesagt, an der Fit Parade, ist alles super, Schultern sind da, Außenschwung ist, also alles perfekt von der Symmetrie her. Mhm. Aber ein Zinken harter. Ja. Ja, es dann habe ich da die andere hinter der Bühne. Ich war hart. Also hart war ich. Ja. Ich war auch flach, aber ich war hart. Aber dann habe ich die angeschaut hinter der Bühne und nein, die waren nicht so hart. Die hatten genau diese Härte, wie was ich in Ungarn hatte. Ja, genau. Ja? Ja. Genau diese Härte hatten sie. Also von dem her. Ich glaube, da fehlt einfach der Vergleich. Das ist halt in Amerika starten, aber das auch. Vielleicht verstehe ich die Amerikaner auch noch falsch. Die sagen höflich, komm nicht ganz so hart und wollen damit eigentlich sagen, du musst voller sein und du musst mehr Muskulatur bringen. Ja. Weil sie es höflich ausdrücken wollen, dass du zu flach warst. Ja. Ja, aber du siehst, du hast sie ja gesehen. Also die ist sind ja hart. Wirklich. Also Härte kriegst du immer hin, ja? Ja, hart, ja. Ich glaube, es ist einfach so dieser fehlende Vergleich. Ja gesehen, die sehen echt, wenn die so dastehen, also ich weiß nicht, wie dein Empfinden war, Lena, aber wenn die so dastehen, dann sehen die nach nicht viel aus. Wie kleine Kinder, also ja, sorry. Ja. Ja. Ihr wisst nicht, aber dann sahen die aus. Ja. Boah. Dadurch, dass die haben halt so eine Taille, gell? Ja. Meine Lia, so eine Taille haben die und dann sieht es artig aus, also dieses Plastische. Also,
Das habe ich noch nie gesehen. Mhm. Auf keinem Wettkampf in Europa. Also wirklich wow. Mhm. Und Amerika ist schon toll, aber ich habe für mich dagegen entschieden, weil halt einfach, ich habe zwei kleine Kinder und wenn ich mich qualifiziere, ich meine, die Periode ist eh sehr kurz, dann bin ich lieber 4 Tage weg und nicht 1,5 Wochen. Ja, das ist schon echt. Also das Gute ist halt, Tampa und Texas sind direkt hintereinander. Tampa ist am 5.8. und dann Texas ist dann 2 Wochen später. Da bleibe ich dann einfach drüben. Aber es ist halt echt, also muss man ja eine Woche früher fliegen mindestens, ne? Und dann bin ich einfach fast den ganzen August weg. So. Aber hast du dann Begleitung wenigstens oder bist du auf dich alleine gestellt? Nee, die Jenny, also meine Trainerin, kommt schon mit. Oh, schön, okay. Ich denke, sie wird mitkommen. Ne? Ich muss natürlich auch immer gucken, ich zahle dann natürlich auch, aber man muss ganz ehrlich sagen, meistens ist es ja der Flug vor Ort im Apartment. Wir pennen meistens in einem Bett. Also wir sind da schon so, dass jetzt nicht jeder sein eigenes Hotelzimmer braucht. Das ist dann meistens nicht so kompliziert. Es ist dann meistens der Flug und das geht dann schon. Mhm. Ja. Cool. Mega. Alright. Wollen wir noch ein paar Fragen aus der Community klären? Gerne. Ja, heraus. Das sind jetzt auch ordentlich welche. Ja, ein paar sind zusammengekommen. Ein paar war auch, die wir, glaube ich, schon letzte Woche beantwortet hatten. Einfach querbeet oder soll ich jetzt mal? Ja, mach querbeet. Auspicken? Querbeet. Aus. Eine Dame fragt, wie kommt ihr am besten zur Ruhe? Passt ganz gut zu unserem Stresslevel. Schwaganda. Ja, Schwaganda, genau. Das ist echt gut. Das ist echt ein Game Changer. Ja, täglich Ashwaganda. Ja, dann macht also ihr sowas wie... einfach meine Routine. Ne? So, wenn ich meine Abendroutine einhalte, so, das ist für mich dann immer... Ha? Was hast du gesagt, Michael? Ich habe zum Ingo gesagt, ist das erlaubt, dass ich das sage? Oh, ja, natürlich. Schön dir einen an, Michael. Handbucht. Handbucht, ja. Also ja, natürlich gibt es auch normale Entspannungsmethoden. Ja. Aber wenn wirklich zu viel Stress ist und ich einfach von meinem inneren Gemüt überhaupt nicht mehr runterkomme, dann rauche ich auch ab und zu mal ein. Also das... Ich vertrage das ja nicht, ne? Nicht? Okay. Zweimal, dreimal versucht, jedes Mal irgendwie, ich weiß nicht, wie war es, ich habe immer einen Horrortrip, also so richtig schlimm. Mhm. Natürlich ist es nur CBD, was Michael jetzt meint. Ja, natürlich. Ja, klar. Mhm. Ja. Ja. Nee, ansonsten Entspannung. Boah, manchmal hilft mir einfach auch mal ruhige Musik, also so, ich höre gerne mal so Soul-Musik, so New R&B, R&B, so. Oder halt einfach auch mal Kerzen anmachen, es einfach gemütlich machen, ne? Baden gehen, einfach bewusst was für die Entspannung machen. Ich glaube, dann ist man schon irgendwo auf dem Weg der Besserung, wenn man zu sehr gestresst ist. Und die Zeit nehmen. Ich glaube, das ist der erste wichtige Faktor, sich Zeit nehmen. Also, und das selbst ist immer das Wichtigste. 5 Minuten. Du hast ja keine Zeit, ja. Du hast keine Zeit, wenn, dann musst du diese nehmen, ne? Genau. Ja. Also mir hilft es immer, dass ich die Stressoren, das ist bei mir meistens der Laptop und das Handy, dass ich die einfach weglege und dass ich rausgehe spazieren ohne Handy oder so. Also dass ich wirklich gar keine Möglichkeit habe, in dem Moment noch Nachrichten zu beantworten oder so. Es kommt natürlich immer drauf an, woher kommt der Stress, weil ich finde es immer schwierig. Manchmal hat man ja auch Stress vom Kopf her, weil man sich über irgendwas Sorgen macht, was vielleicht kommt. Vielleicht hat man Druck irgendwo, vielleicht von der Arbeit, was man nicht einfach wegschieben kann und dann ist der Stress weg, dann ist es halt auch echt viel, was man kopftechnisch aufarbeiten muss. Da hilft es mir zum Beispiel auch, mir da Dinge aufzuschreiben oder so. Und, oder auch drüber sprechen. Drüber sprechen, also irgendwie raus damit. So. Ja. Habt ihr mal meditiert? Ist das auch immer noch spazieren gehen, ne? Also ich meditiere tatsächlich immer in der Wettkampfvorbereitung. Da geht es aber eher um
Meditation Richtung Ziel, Visualisierung und so. Also da geht es dann weniger ums Entspannte tatsächlich, sondern eher um die. Aber es entspannt trotzdem so. Ja. Nadine, wie kommst du als zweifache Mutter zur Ruhe? Ich höre keine Soulmusik und ich meditiere auch nicht. Bei mir ist es eigentlich, das hört sich jetzt doof an, aber wenn die Kinder im Bett sind, dann ist einfach Ruhe. Mhm. Und dann reicht es mir, wenn ich auch noch ein bisschen was am Laptop mache oder in mein Handy reinguck, gerade diese Faktoren, wo halt bei dem einen oder anderen vielleicht ein Störfaktor sind, die bringen mich schon relativ runter, weil ich bin alleine zu Hause, wenn die Kinder schlafen. Das heißt, es ist dann Ruhe und dann esse ich meistens noch meine letzte Mahlzeit und dann geht es für mich Richtung 22 Uhr, 22.30 Uhr ins Bett und dann bin ich so kaputt, dass ich tatsächlich einschlafe. Ja. Was ich eben noch vergessen habe, ich gehe auch immer gern spazieren, weißt du, Torben? Mein Wochenend-Walk, mein Gassi-Walk, genau. Das ist für mich die pure Entspannung, weil ich weiß, es ist Wochenende und jeden Morgen diese Ruhe im Wald einfach. Ne? Das ist für mich auch immer so dieser Moment, wo ich einmal runterkomme. Ja. Das gut. Ist auch echt also entspannend. Also ich war ja so ein bisschen, also bei uns ist ja jetzt auch so, alle zwei Wochenenden sind die Kinder nicht da. Jetzt war es gestern noch in Frage, ob sie jetzt überhaupt mitgehen können heute. Jetzt haben wir den Tag heute abgewartet. Dann hat er sie vorhin um 18 Uhr geholt. Und da fange ich schon, guck mal, da fange ich schon an, irgendwas zu bewegen, weil das, ich bin das nicht gewohnt. Und dann ist wirklich mal Ruhe und das, ich kann das gar nicht. Also heute Abend Disco, so oder? Genau. Ich hätte jetzt hier noch gleich mein Hähnchen und mein Brokkoli. Da gibt es einen Booster, ne? Jetzt ab. Jetzt ab. Genau. Hey, go hard or go home. und das ist dann für mich eigentlich eher ein bisschen komisch. Was es aber tatsächlich ist, wirklich, wenn du dann mehr vom Körperfett so unten bist, dann fällt es mir echt auch schwer, egal wie kaputt du bist. Ich meine, da ist dann jeder von uns kaputt. Das muss man einfach sagen. Da fühlt man sich von allem vielleicht auch ein bisschen gestresst. Ja. Da fällt es Schlafen wirklich schwer. Also grundsätzlich, weil du hast eigentlich Hunger und dir geht es vielleicht auch nicht so gut. Aber was macht man da? Also ich habe da halt meine Supplemente einfach hochgefahren, ehrlich gesagt. Betäubt. Ich finde, was auch voll hilft, das habe ich tatsächlich vorgestern, ich weiß nicht warum, ich habe mich aus irgendeinem Grund, ich bin von Termin zu Termin und habe mich total gestresst gefühlt, habe ich mich schon ewig nicht mehr. Jetzt die ganze Off-Season war ich eigentlich immer recht entspannt. Dann habe ich einfach irgendwie, mein Freund kam dann nach Hause von der Arbeit und hat gefragt, ja, und wie geht's? Und ich so, boah, ganz ehrlich, ich fühle mich heute so gestresst. Ich merke, ich bin so unter Strom und ich bin dann auch immer so angespannt und dann merke ich auch, ey, dann tut mir auf einmal irgendwie alles weh. Wir hatten es ja vorhin schon davon mit Stress, ne, und Muskelspannung und so. Und das habe ich dann einfach mal ausgesprochen und dann ging es mir auch schon besser. Wenn man sich einfach dann mal eingesteht, dass man halt gerade in dem Moment total gestresst ist und sich vielleicht dann auch nochmal überlegt, warum bin ich eigentlich gerade gestresst? Habe ich überhaupt Grund, gestresst zu sein? So, weil oft ist man ja total in dem Tunnel drin und springt dann von einem Termin zum anderen und nimmt sich nicht mal die Zeit, kurz mal Luft zu holen. Oder man steigert sich halt auch, wenn mal in Dinge rein, die nicht zu 100% funktionieren. Ne? Ich zum Beispiel heute Morgen, ich musste auch was für die Arbeit machen und ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe mich innerhalb von 5 Minuten da so reingesteigert und im Nachhinein dachte ich mir, ich habe mir einfach eigentlich nur Nerven gekostet, ne, als alles andere. Oft bringt es mehr, dann einfach mal das Sachen liegen zu lassen und vielleicht dann in dem Moment wirklich rauszugehen oder was anderes zu machen, weil es dann beim zweiten Anlauf viel besser klappt. Oder sich halt auch zu fragen, ob das, was einem wirklich stresst, auch gerade wirklich nur eine Realität ist oder eine Zukunftsvision, die man sich ausmalt. Zum Beispiel jetzt mit den Verbeamtungsstunden, dann hat man dann doch irgendwie Ideen, wie es laufen könnte oder wie es nicht laufen könnte und hat Angst davor und im Endeffekt ist es halt gar nicht so wild und man macht sich einfach dann eine Woche vor verrückt. Worst-Case-Szenario.
was hast du denn mit deinen Armen gemacht? Was siehst du jetzt erst? Hast du es nicht mit? Vorhin habe ich erst mal das gesehen. Dann dachte ich, oh, das muss ich ihn unbedingt fragen, was er da hat. Jetzt hast du gerade die andere Hand gehoben. Jetzt hast du da doch. Da merkt man, Nadine, dass du Kinder hast und keine Zeit hast, genau. Zeit auf Social Media zu verplempern. Und Massekonferenz verpasst. Was ist denn da passiert? Übelste Schlägerei, Nadine, ich sag's dir. Hast du denn auch noch dann hast du den Witz ja vorhin auch gar nicht verstanden, wo ich gesagt habe, nee, joggen war ich nicht, Torben, ne? Ajo. Ja. Ich war joggen. Hingefallen, abgestürzt, gebrochen und die ist stark geprellt anscheinend. Also ich weiß nicht, was da jetzt noch genau los ist. Die tut aber auch weh. Aber die ist auf jeden Fall durch. Ja. Wie ist der? Seit 4 Wochen jetzt den hier. Und seit 3,5 Tagen jetzt auch hier die Schiene. Also Training ist gerade fast nur Beine. Dann kriegst du solche Haxen bis zum Ende vom Jahr. Ja, das geht auch nicht. Du kannst dich ja nirgendwo festhalten. Ne? Also selbst squatten geht nicht. Ich habe halt so, wir haben eine Pendulum zum Glück. Da mache ich dann ganz, ganz viel. An dieser Stelle vielen Dank an Larry für diesen 80-Wiederholungssatz. Der ist eklig. Ja, wie ging es dir dann die nächsten Tage? Alter, ich hatte so Muskelkater hier. Echt lange nicht mehr so einen Muskelkater. Eine Woche später hatte ich immer noch Schmerzen in den Beinen, als ich wieder... Ach, du Kacke. Wirklich. Ja, viel Beine echt, halt, aber auch, ja. Du siehst echt, echt, also ich will dir dazu nahe treten, aber du siehst echt kaputt aus. Tue ich, ne? Also richtig dicke Augenringe hier. Ja, ganz schlimm, du kriegst deine Augen ja gar nicht richtig auf. Was? Einzig Coole ist dein T-Shirt. Danke, Nordsport. Nadine! Hä? Aber Torben, ich finde, hast du ein bisschen zugenommen, also im positiven Sinne. Eigentlich wieder abgenommen jetzt. Also ich war zwischendurch bei 85, 86 und jetzt bin ich wieder runter auf 82. Dann macht dich das weiße T-Shirt einfach massiver. Ich finde das weiße T-Shirt eh immer schön. Nicht schwerer an dem Sinn, sondern muskulöser. Ja, das ist wahrscheinlich der Schnitt von dem schönen T-Shirt. Was ist jetzt bei nordsport.shop mit dem Code Elite auch noch günstiger? Ja. Ja, doch, man muss schon sagen. Oh, komm gut bei den Frauen an, Leute. Schnapp muss jetzt man, zu. Muss man schon zugeben, ja. Sieht ja, schon gut aus. Ja, ich habe auch gut zugelegt irgendwann erstmal, aber jetzt geht das gerade. Es ist alles ein bisschen schwammiger geworden, ne? Der Druck ist halt raus. Aber jetzt, ich glaube, du meintest voll, also praller, ne? Also nicht dicker in dem Sinn, oder? Ich habe ja nur zugenommen gesagt. Das ist ja nur auf das Gewicht. Es war auch positiv tatsächlich. Es sah deutlich besser aus, aber jetzt ist gerade halt der Druck geht raus aus der Muskulatur. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr mal 2 Wochen nicht trainiert, diese Fülle geht raus, dieser Druck, dieses Gefühl der... Also, ich würde dich gern zu mir nach Hause einladen mit deiner Freundin. Ihr dürft gerne auf meinem Sofa schlafen. Jenny, wir kommen. Das Gesicht weiß so. Die Nadine, die Kinder sind aus dem Haus, sie brauchen eine neue. So. Muttersyndrom, ne? Komm, ich pfleg dich. Ich kaufe den Döner. Ich brauche mal Ferien, die sind aber auch nicht mehr ganz so weit weg. Und dann, ja, Osterferien, ne? Ja, genau. An Ostern habe ich mal 2 Wochen frei und die brauche ich auch wirklich dringend. Ja, also es ist langsam. Cool. Ende, ja. Genau, da muss ich auch mal zur Ruhe kommen, um mal zur Frage zurückzukommen. Ja. Gut, nächste Frage. Soll schlüpferig werden, Leute? Ja, komm. Okay. Ist euch die Größe bei einem Mann wichtig? Oh shit, jetzt kommt. Und da ist noch so ein Zucchini-Avocado-Symbol dabei. Nee, nicht Avocado, wie heißt das Ding? Die Aubergine. Aubergine, danke. Die Zucchini-Avocado. Nein, da liegt. Punkt. Ich glaube, egal was wir jetzt sagen, es kommt so oder so irgendein dummes Hater-Kommentar. Keine Ahnung. Hey, Ladies, jetzt mal Butter bei die Fische. Tacheles. Schwierig zu sagen, weil so einen richtig kleinen hatte ich halt noch nie, ne? Gute und Leute. So einen richtig großen auch nicht. Ich kenne auch Freundinnen, die sagen dann, nee, oder ich kenne auch Männer, die das belastet, weil es den Frauen wehtut, wenn er zu groß ist. So. Ich denke, es kommt nicht so viel auf die Größe an, sondern eher, wie man damit umgehen kann. So. Aber ich hatte jetzt auch noch nie so einen richtig kleinen, deswegen kann ich nicht sagen, ob das dann vielleicht auch, wenn du halt kein Werkzeug hast, dann kannst du auch nicht keine Löcher bohren, ne? Genau. Also, kann ich. Bei Lena wird gebohrt.
Also ich glaube halt, wenn du nicht die Möglichkeit hast, das Werkzeug hast, dann ist es auch egal, wie gut du damit umgehen kannst, dann ist es halt irgendwie einfach blöd. Ja, Picasso so. Ohne Pinsel kann auch nichts machen, richtig? Genau, so ungefähr. Aber ja, nee, da kann ich nicht aus Erfahrung sprechen. Ich hab gestern die Story von Steve Bettin angeguckt. Habt ihr die gesehen? Nein. Nee. Oh nee, hat er wieder seinen Pimmel gezeigt. Der war einkaufen und dann hat er so die ganzen Gemüsesorten Oh, und dann hat er gesagt, so das ist so groß wie meine. Gefilmt. Und zum Schluss hat er einfach nur eine Zucchini des Backtisches. Deswegen komme ich jetzt da drauf mit Zucchini und Achso, ja, doch, das habe ich tatsächlich gesehen. Ich dachte, jetzt wäre sein Pimmel irgendwo gezeigt. Werkzeug. Das war echt lustig. Also ich muss schon sagen, dass es natürlich auf die Größe ankommt, weil ich hatte zum Beispiel mal einen Ex-Partner, der zum Beispiel leider nicht gut beschmückt war und es war halt wirklich, ja, sagen wir mal, unangenehm für ihn und auch für mich, weil es halt einfach so, da hat halt was gefehlt. So. Und natürlich versucht man dann auch mit einem Vorspiel oder auch mit anderen Gegebenheiten da Spaß dran zu haben, aber ich glaube schon, dass das irgendwo von beiden Seiten einschränkt, wenn man merkt, dass es nicht zu 100% funktioniert. Und ich glaube, dass jede Frau hat ja auch eine unterschiedliche Vagina, also auch vom Inneren. Und ich glaube, es muss halt einfach für jede Frau... Es muss passen. Ja, das ist so. Nein, es ist wirklich so, weil er darf nicht zu dick sein und er darf auch nicht zu kurz sein. Es muss einfach ideal passen. So. Ja, wie gesagt, auch Männer, die sehr große... Darf ich Penis hier sagen? Also, hau raus. Torben der Podcast dann gesperrt wird oder so. Die haben auch teilweise, die belastet es, glaube ich, auch, weil wenn die Frau dann immer sagt, nee, lass mal, es tut mir voll weh, du darfst jetzt nicht richtig rein, weil sonst tut es mir weh, dann ist es für einen Mann ja auch nicht so toll vielleicht. Ne? Ja. Also, ich glaube, es kann schon einschränken in beide Richtungen. So, genau. Einfach zu viel oder zu wenig. Ja. Ich habe nur zugehört, ich kann dazu jetzt nichts sagen. Gut. Also du hast deine Antwort. Es darf nicht zu groß, aber nicht zu klein sein. Es gibt in jedem Schlüssel für den richtigen Schloss. Genau. Und du musst damit umgehen können. Richtig. Genau, das ist auch was. Ja. Ja. Also, Helikopter solltest du drauf haben. Ich dem einfach mal. Bitte? Ich enthalte mich dem einfach mal. Nee. Doof? Das ist jetzt interessant. Jetzt enthält sie sich, weil sie wahrscheinlich irgendwie... auf kleine Penisse steht. Also, ein Mikropimmel für Nadine. Genau. Wenn ihr einen Mikropimmel habt, Nadine sucht noch. Das nur so. Nur so. Okay? Ein bisschen kitzeln. Aber. Nee, ich will jetzt mal unten Scheiß. Also ich finde schon. Was? Also natürlich kommt es auch darauf an. Ah ja? Stimmt's mit. Definitiv. Also... ein zu großes ist nicht so ein großes Problem wie ein zu kleiner. Ich denke mal, man kann halt bei so einem großen Schwanz, Entschuldigung, nicht so viele Stellungen machen, teilweise, weil es halt wehtun kann. Also das ist halt dann auch, hat es auch seine Vor- und Nachteile, ne? Ja. Oh, ja. Wir tun halt nur die Typen leid, halt wirklich die, es muss so krass am Selbstbewusstsein nagen. Ja. Ja. Weil er kann ja auch nicht wirklich was dagegen tun in dem Moment, ne? Das ist ja halt irgendwie auch so. Ja. Aber auch dafür gibt es Operationen. Nee, echt? Oder? Ja, klar. Penisverlängerung natürlich. Das kriegst du auch so Implantate rein oder was? Nein, es wird, ich glaube sogar der eigene Penis wird verlängert, die Vorhaut. Ein Teil vom Penis ist immer noch im Körper drin. Ingo, berichte mal. Also er hat gerade gesagt, es ist auch stimmt, das habe ich auch mal bei einer Doku gesehen, ein Teil vom Penis steckt im Körper noch drin und das wird rausgezogen, also es wird verlängert.
Und dann kannst du damit maximal, glaube ich, sogar 5 cm oder so, also 2 bis 3 cm rausholen. Und das macht ja bei gerade ganz kleinen Penissen, macht das ja schon einen Unterschied. Einfach mal verdoppelt die Größe. Da zählt ja jeder Zentimeter. Ja. Verfünffacht. Ja. Bald rennen also, da irgendwelche. Gibt es nicht auch diese Stämme, wo sie halt irgendwie im jungen Alter sich irgendwas da an Gewichten ranhängen, damit es irgendwie noch rausgezogen wird? Boah, keine Ahnung, okay, bestimmt. Ja. Ich meine, da gibt es ja auch so Halsdinger, wo der Hals länger gezogen wird. Ja, das kenne ich auch. Ja, das kenne ich. Diese Ketten da. Ne? Ja. Oh Mann, was auch verrückt, der Podcast. Ja, gut. Das finde ich schon hart. Ja, wobei, na gut. Ich glaube, die Definition von klein und groß ist bei jedem auch anders. Ja, ja. Ja. 20 Zentimeter. Genau. Okay. Eine kurze, schnelle Frage, da müssen wir doch nur eine Zahl nennen. Wie viele Mahlzeiten esst ihr am Tag? 7. Ich muss jetzt auch zählen, Sarah. Also nee, plus 6. Ja. 6. Ich war auch bei 6. 6 bis 7, je nachdem. 5 oder 6, je nachdem. Plus Intra, ne? Ich habe auch kein Intra. 7. 7 Tupper und ein Intra. Ja. Okay. Was sagt ihr zur Aussage, alle Bodybuilderinnen oder Bodybuilder haben eine Ess- und Körperschemastörung? Also haben wir alle eine Essstörung und haben wir alle eine Bodydysmorphie? Ich sag mal bei mir, ja. Na, kommt also darauf an, wie du die Störung definierst. Ja. Wann, wo fängt es an und wo hört es auf? Genau. Ist es für manche ist es eine Störung, dass man schon sein Essen abwiegt, ne? Und für andere ist das halt normal, ne? Also ich glaube schon, dass ich eine Bodydysmorphie habe. Ja. Aber ich muss sagen, ich war ja früher so extrem dünn. Hört ihr mich noch? Ja. Ah, okay. Es war gerade irgendwie so komisch. Das Rauschen hat aufgehört. Ich war ja früher so extrem dünn. Und damals habe ich mich ja total unwohl gefühlt. Wurde ja auch teilweise so gehänselt dann in der Schule. Und es hat mich schon geprägt. Also ich würde schon sagen, dass ich mich, dass ich so ein bisschen Komplexe habe, wenn jetzt jemand zu mir sagt, dass ich dünn bin oder so, ne? Auch einmal ist von einem Zeitungsartikel von mir nach Olympia geschrieben, dass ich zu dünn wäre. Also da wurde das Wort dünn verwendet. Das hat mich halt übel getroffen. Und ich glaube schon, dass ich dahingehend irgendwo aus der Vergangenheit voll was mitgenommen habe, was mich so ein bisschen gestört sein lässt, was diese Angst vom Dünnsein und vom dünn gesehen werden also in mir hat. Ich muss aber sagen, dass ich mich jetzt in meinem Körper total wohlfühle. Also mir ging es, also früher, als ich normal war, so, als ich so war, wie mein Körper eigentlich ist, habe ich mich halt total scheiße gefühlt. Und jetzt fühle ich mich extrem wohl. Und eigentlich heißt Body Dysmorphia ja, dass man sich anguckt und sich unwohl fühlt. Deswegen weiß ich nicht, ob es so zutrifft. Nur kann ich mir halt nicht mehr vorstellen, so dünn zu sein wie damals. Und wenn jemand zu mir sagt, ich bin dünn oder ich bin zu unmuskulös, dann trifft mich das extrem. Und ich habe auch manchmal den Eindruck in der Diät, dass ich zu dünn bin, obwohl ich ja faktisch einfach nicht dünn bin. Also im Vergleich zu einem Normalo, wenn ich sagen würde, ich bin irgendwie dünn, die würden sich wahrscheinlich irgendwie denken, ja, was geht denn bei der ab? Also dahin geht schon, aber ich fühle mich jetzt viel wohler als früher. Es ist ganz komisch, weil ich würde sagen, Body Dysmorphia muss ja was sein, dass man sich anguckt und denkt, oh, sehe ich scheiße aus. Aber eigentlich ist es für mich nur, dass ich halt immer denke, ich bin dünner und unmuskulöser, als ich eigentlich bin. Ja. So. Also so ging es mir auch ähnlich. Ich war früher sehr übergewichtig und habe jetzt immer noch diesen Gedanken, oh nein, ich darf nicht wieder dicker werden, weil ich gehänselt wurde und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es schon irgendwo, sag ich nicht Störung, ich finde das Wort blöd, dass es irgendwas mit der Psyche schon irgendwo macht. Weil man natürlich das eine Extreme nicht mehr haben möchte, aber vielleicht auch zum anderen in eine andere extreme Situation geht, ob Sport oder, keine Ahnung, Operation oder was auch immer, ja. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt ein Sport, der objektiv betrachtet wird. Und ich glaube, egal ob Frau oder Mann, jeder hat irgendwo
mal Tage, wo er sich nicht hübsch findet, aber das hat doch jeder. Also ich finde, unabhängig von dem Sport, tut man mal sich mehr lieben und mal tut man sich weniger lieben, aber im Großen und Ganzen sollte man doch eigentlich das nicht gleich als Störung oder so absehen. Ja. Weil ganz ehrlich, es gibt, glaube ich, was für Menschen, es gibt, glaube ich, fast keinen Menschen, der sich immer zu 100% wohlfühlt und der zu 100% mit sich zufrieden ist. Und mir geht es deutlich besser als früher, auch wenn ich jetzt vielleicht ich weiß jetzt auch nicht, früher habe ich mich für dünn empfunden und ich war dünn, Fakt, ne? Also keine Body Dysmorphia, weil ich war einfach so und so habe ich mich empfunden, ich habe mich so gesehen, wie ich bin. Jetzt bin ich nicht mehr dünn. Ich habe aber immer noch Angst, dünn zu sein und sehe mich manchmal zu dünn. Also habe ich schon dahingehend schon eine Störung. Mhm. Aber insgesamt fühle ich mich doch besser. Mhm. So. Mhm. Früher ging es mir immer schlecht. Ich finde halt dieses Wort. Ja, was sagen. Ja. Störung, allein das Wort Störung. Ne? Ja. Ja. Ich meine, wir tun ja auch was dafür, dass wir unser Ideal erreichen. Ne? Deswegen ist das doch nicht als Störung anzusehen. Klar, je nachdem, wenn man jetzt sagt, wie du, Lina, okay, ich war früher dünn und mich triggert sowas, wenn sowas, jemand sowas sagt, ja. Ne? Aber so in dem Sinne, wir tun ja wirklich, das ist ja das, was wir lieben, wir tun was für uns, um unser Ideal zu erreichen. Und das würde ich halt niemals als Störung ansehen, weißt du? Man muss auch sagen, also es ist ja jetzt nicht nur im Bodybuilding so, sondern es ist ja auch teilweise bei den, ich sage jetzt mal normale Nicht-Sportlern oder Extremsportlern so. Ich weiß es noch damals, als ich in der Ausbildung im Büro war. Und man ist dann abends zum Weihnachtsessen gegangen. Da haben die Frauen im Büro dann halt den ganzen Tag über nichts gegessen. Ja. Weil man geht ja abends essen. Ja. Das ist ja dann eigentlich dann auch schon wieder eine Essstörung. Ja. Und das wird als normal gesehen. Genau, in das normale Essverhalten ein, um dann eben abends mehr essen zu können. Also wo fängt man da an, wo hört man da auf? Ja. Ich glaube schon, dass viele in dem Sport mit Essstörungen zu kämpfen haben, 100%. Was aber, glaube ich, nicht nur mit dem Sport an sich was zu tun hat, sondern einfach mit der Psyche der Menschen. Gerade wenn man von der Diät oder so rauskommt, man muss sich mit dem Bild dann einfach wieder anfreunden. Ich werde weicher, ich bin nicht mehr so fest, an mir kommt jetzt ein bisschen mehr Substanz hin, ich muss mehr essen. Damit psychisch klarzukommen, was vielleicht dann auch über die Jahre besser wird, oder einfach, ich meine, ich komme aus der Magersucht, für mich war das dann auch überhaupt mal schlimm, normal wieder gewichtig zu sein. Aber ich kann mich daran erinnern, wir haben da teilweise Spiegeltherapien gemacht, was auch nach dem Wettkampf extrem wichtig ist. Also einfach dein Auge, dein Gehirn muss sich an deinen neuen Körper gewöhnen, um eben nicht in so ein Ruder zu fallen. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt nur was im Bodybuilding ist und auch dieses, okay, ich fühle mich zu schmal. Ich glaube, warum haben wir alle Betreuer und Trainer und Coaches? Gerade weil man, also bei mir ist es zumindest so, ich kann mich nicht mehr einschätzen und dazu stehe ich dann auch. Ich kann mich zum Schluss nicht mehr einschätzen. Ich habe das Gefühl, ich bin dünn, ich bin flach. Dabei war ich echt gut in Form. Aber in dem einen Tag fühlst du dich zu fett, in dem anderen zu weich. Und natürlich wird der Gedanke in dem Wettkampfsport vielleicht ein bisschen provoziert, aber das haben auch Frauen im Alltag, wo diesen Sport nicht machen. Mhm. Sehe ich ganz genauso. Ich meine, es ist ja auch evolutionär, ist es ja auch so, dass wir schon instinktiv immer auf Futtersuche waren. Also es ist ja wirklich so, dass das schon von klein auf immer dieser Drang irgendwo nach Essen gestillt werden muss oder auch emotional bedingt. Und deswegen glaube ich, Essstörung ist, egal in welcher Welt man lebt, immer irgendwo ein Thema, egal wie man aufwächst. Jede Familie hat irgendwo ihre Verhaltensweisen im Essen und das projiziert sich auf den Nächsten und das geht immer so weiter. Und natürlich sind so Sportarten was Extremes, wenn man zum anderen natürlich auch sein Körperbild verändert, also Körperfett reduziert, dann natürlich auch eintönig oder relativ gleich ist über einen längeren Zeitraum und dann sich wieder ein relativ normales Essverhalten anzutrainieren, da muss man natürlich auch eine gewisse Disziplin haben, um das Ganze standzuhalten.
Aber Essstörungen in dem Sinn, dann hätte das jeder zweite Mensch auf der Welt in meinen Augen. Also ich glaube, dass da, egal wie man das dreht und wendet, da hat Bodybuilding eigentlich in dem Sinn auch einen Teil mit zu tun, aber es ist nicht der einzige Faktor. Ich glaube, dass es... Das ist auch so schlimm, bei Kindern zum Beispiel, die Kinder sind die einzigen, wo wirklich noch ein Sättigungsgefühl haben. Ja, ein normales, genau. Nach ihrem Instinkt gehen, weil genau. Wenn sie satt sind, sind sie satt. Und dann finde ich das immer so schlimm, wenn man da denen das Essen noch reindrücken muss. Ja. Und um 12 Uhr ist aber Punkt, da hat man nämlich Hunger. Genau. Nein. Ja. Schon mal bei mir war das, und ich bin erst 27, bei mir hieß es noch, wenn du Teller nicht leer isst, dann darfst du das und das nicht machen. Das war meine Konsequenz, ja. Ich meine, dass ich dann irgendwann keinen Appetit mehr oder kein Sättigungsgefühl mehr habe auf die Jahre, dann will ich ja immer wieder an diesen Punkt kommen, dass ich übersättigt bin. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache, ja. Ja, das ist voll interessant. Lernt ihr sowas eigentlich auch? Oder Michelle, hast du sowas gelernt? Dann, du hast doch Erzieherin gelernt. Ja, halt also psychologisches Verhaltensweisen. Also wir hatten ganz viel Psychologie. Weil da muss man ja schon auch aufpassen, ne? Was man auch Kindern erzählt und sagt und so. Das war, also es ist auch ganz wichtig, ich weiß noch, in meinen Praktikas, da war das auch so, dass die Kinder alles leer essen mussten, aber also das kann ich eigentlich fast gar nicht erzählen, da war ein Kind, das hat sich schon übergeben, weil es nicht mehr essen konnte und die Erzieherin hat gesagt, stopf es weiter rein und ich bin aufgestanden, habe gesagt, und hier beende ich mein Praktikum, das tue ich mir nicht mehr an, dem Kind hat es mir leid, ich habe das natürlich der Leitung gesagt, aber ich kann auch nicht mehr machen, wie das weitertragen, und zum Glück hatte ich eine Einrichtung jetzt, wo ich ganz lange gearbeitet habe. Da war es dann wirklich, es gab immer ein offenes Buffet bis 11 Uhr. Und eigentlich ab 12.30 Uhr gab es dann auch schon wieder Mittagessenzeit. Also die Kinder hatten immer die Wahl, sich eigenständig Essen zu nehmen, so oft wie sie möchten und wie sie halt Appetit haben. Und wenn mal ein Kind überhaupt keinen Hunger hatte, haben wir wenigstens dem genug Wasser angeboten oder auch süße Getränke, also so Tees, dass sie hydriert sind, ja. Ich finde es auch krass, Torb, du hast ja mal erzählt, du lässt deine Schüler auch in der Schule, im Unterricht essen. Hey, ich durfte teilweise nicht in der Doppelstunde, wir durften nichts trinken. Ja, hallo? Das Trinken musste runtergestellt werden. Ja, wir durften nichts trinken. Ja. Also trinken immer. Wo ich mir jetzt im Nachhinein so denke, ich habe mir damals keine Gedanken darüber gemacht, aber wo ich mir jetzt im Nachhinein so denke, wie dumm. Ja, wie gab's gesagt, da eine Trinkpause nach einer Dreiviertelstunde? Ja, genau. Wie gesagt, trinken immer und Essen ist bei mir einfach nur die Regel, ich darf es nicht riechen und ich darf es nicht hören. Ja, das hast du gesagt im Podcast. Genau. Chips. Ja, so Chips. Döner. Hast du mit dem Döner reingekommen. Ja, es stört halt einfach. Es ist einfach, solange es stört, interessiert es mich nicht, was sie da machen. Ja, ist auch gut so eigentlich. Vor allem ist man nicht im Kino. Also man soll ja schon irgendwo ein bisschen aneignen. Ich will halt auch nicht, dass sie sich dann der Messer, Gabel und so aufstellen. Ja. Ne? Das auch nicht. Aber wenn die nebenbei einen Apfel reinziehen oder ein Brot, also ist. Ja. Ne? Nochmal kurz zu meinen Gedanken zur Störung. Also ich glaube halt einfach dadurch, dass wir in dieser Bubble sind, sind wir halt schon irgendwo so auf ein anderes Körperidealbild getrimmt. Es fing ja schon damit an, dass man halt sich auf Instagram damit umgibt und halt auch im Studio, in der nur überdurchschnittlich sportlichen Leuten rumläuft, dass man deswegen vielleicht auch irgendwo so den Blick für sich nachher verliert, dass das, was vielleicht als normal erachtet wird. Ich finde aber es aber auch komisch zu sagen, wir sind dann gestört in dem Moment, weil ich finde halt, dass eigentlich die Gestörten die Leute sind, die sich jeden Tag Tonnen an verarbeiteten Lebensmitteln reinziehen, an Zucker, an gehärteten Transfetten und sich überhaupt null bewegen und das ist dann normal. Ja, und oder anderes Extrem, ich glaube, Nadine hat es auch schon gesagt, wirklich bei Frauen und ich erlebe das selbst bei meiner Mutter, dass sie dann halt wirklich irgendwie frühstücken und dann, oder sie sagt, sie isst abends nichts mehr. So. Ich verstehe es nicht. Die isst dann nachmittags noch irgendwie vielleicht ein Joghurt, ein Müsli und nee, Abendessen muss jetzt nicht sein. So. Und mein Papa muss drunter leiden und schiebt sich dann nachts noch aus dem Kühlschrank das Wurstbrot rein, weil er übel Hunger hat, weil es kein Abendessen gab. Kann auch kommen. Trinkt dann halt auch nichts, aber so auf die Art, nee, Abendessen muss jetzt nicht sein oder Abendessen. Schwierig. Irgendwie drückt man da auch natürliches Essverhalten. Das Geile ist ja auch gerade die Frauen,
oder die normalen, die machen dann irgendwie so eine Kohlsuppendiät 6 Wochen lang, ja, wo sie nichts essen. Almased. Ich wollte, ich hatte es auf der Zunge liegen, Almased. Das Schlimmste. Aber durch eine Gelddruckmaschine. Aber eine Freundin von mir hat da so eine Saftkur gemacht. Und dann war mit ihr shoppen. Da war ich selbst auch noch gar nicht so im Bodybuilding drin und nix. Ich weiß nicht, wie alt ich war, 17, 18 oder so. Und dann ist die fast umgekippt beim Shoppen, weil sie 3 Tage nichts gegessen hat. Alter. Also, kannst du ja auch einen Raffinadezucker einfach rein. Ich finde es auch immer verrückt, weil im Endeffekt kriegen wir, auch wenn das vielleicht das Bodybuilding-Essen auch nicht so das Sinnvollste ist, haben wir wenigstens eine Essensstruktur. Hm. Und ich muss sagen, dass ich dadurch, dass ich jetzt wieder ein bisschen bewusster auf meinen Appetit höre oder auch esse, fällt mir das im Alltag viel leichter oder ich habe keine so krassen Gelüste mehr, weil ich einfach wirklich auf mein Hungergefühl höre und nicht auf meinen Appetit. Und meine Mutter zum Beispiel, ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen, die hat dauerhaft Diät gehalten. Die Brigitte-Diät, die, keine Ahnung, Kohlsuppen-Diät. Also ich habe jede Diät bei meiner Mutter miterlebt und das hat, glaube ich, mich viel mehr geprägt, was Binge-Eating und das alles angeht, als das Bodybuilding. Und ich glaube, dass das Bodybuilding mich teilweise wieder von dem Ganzen geheilt hat, auf seine Art und Weise. Kann man so und so sehen. Obwohl ich muss sagen, mich hat diese Diät damals ganz schön kaputt gemacht, was mein Essverhalten anging. Also von wegen, wenn ich mir da mal was gegönnt habe, was vielleicht für andere alltäglich ist, dann am nächsten Tag auf jeden Fall Cardio. Ne? Oder diese Binge-Anfälle halt nach dem Wettkampf selber. Aber Torben, weißt du, was ich so krass finde? Man bekommt es immer nur von den Frauen mit. So, ja. Das haben Männer doch auch, oder? Die Männer haben das auch, aber die trauen sich das nicht zu sagen, weil sie denken, das ist, weiß nicht, ich habe, als ich den Podcast mit Torben gemacht habe über Binge-Eating, mir haben so viele Männer auf einmal geschrieben, ich war selbst überrascht, weil ich dachte, dass das auch eher so bei Frauen wegen der emotionalen Seite viel mehr getroffen ist, aber es geht vielen Männern genauso. Ja, absolut. Ja. Absolut. Gut, nach dem Chicken Nuggets Cheat musste ich auf jeden Fall Cardio machen, aber da hatte ich 3 Kilo Wasser drin. Aber da hätte ich mich auch so eklig gefühlt, glaube ich. Oh ja. Michelle, dir blüht es ja auch noch. Oh nee, ja. Alright, ich schaue mal, ob ich noch eine andere Frage habe. Habt ihr auch Phasen, wo ihr im Gym just going through the motions macht? Also einfach nur irgendwie da seid, euer Programm abspult und habt ihr da Tipps für den extra mentalen Push? Ja. Hä? So ist jedes Training eigentlich, oder? Ja. Also stehe ich jetzt gerade. Nee, wo ihr hinfahrt und einfach nur so nach dem Motto, boah, irgendwie jetzt nur noch auf Autopilot. Gar keinen Bock, irgendwie. Aber ich stehe durch. Ne? Eigentlich keinen Bock, aber ich mache jetzt da meine Abläufe und dann fahre ich nach Hause. So genau, dieses einfach, ich bin jetzt da, weil die Disziplin mich hingetrieben hat. Boah, am Ende der Diät meistens. Ja. Solche Tage kommen auch mal in der Offseason vor. Das ist doch menschlich. Wir sind ja keine Maschinen. Also wir haben ja auch alle mal einen gestressten Tag und dann, oh ne, jetzt steht noch Beine an. Ne? Also natürlich ist man dann nicht top motiviert, aber man versucht dann wirklich trotzdem sich, auch wenn man vielleicht dann in dem Moment auch vielleicht ein bisschen weniger Kraft hat, weil der Körper irgendwie was anderes ausschüttet, trotzdem das Beste in dem Moment rausholen. Und wenn es so ist, 60 Kilo Beinstrecker sind als 70 zum Beispiel, dann macht die 60 so, dass es sich anfühlt wie 70. So. Deswegen, also was bei mir wirklich das Allerschlimmste ist, und das sind meistens so richtig beschissene Trainings, wenn ich merke, dass ich keinen Bock habe und dann komme ich so vom Training weg, das bedeutet, ich bin dann irgendwie am Handy die ganze Zeit und vielleicht unterhalte ich mich noch ständig mit Leuten. Und was mir dann immer wieder hilft, mir ins Gedächtnis zu rufen, guck mal, ich bin doch jetzt hier und ich verbringe jetzt Zeit hier und ich habe jetzt einerseits die Möglichkeit, diese eine Wiederholung oder diese 10 Wiederholungen so zu machen oder ich kann die Zeit jetzt nutzen und die Wiederholungen so machen und mein Training so durchziehen, weil ich bin ja eh da. Die Zeit ist ja eh und wie du sagst, Michelle, einfach 100% geben, weil man ist ja eh da. Man wird dann, entweder wird man die Zeit verschwenden und sich danach nicht gut fühlen oder man nutzt die Zeit. Genau. Und klar, nicht so gehen wäre was anderes, aber das kommt ja für uns nicht in Frage. Und wenn wir dann eh da sind und eh die Wiederholungen und eh die Übungen machen, dann können wir es ja auch gleich so gut machen, wie wir es an dem Tag eben schaffen. Einfach da immer wieder zu sagen, hey, ich mache es doch jetzt eh und dann kann ich es auch gleich richtig machen. Und dann einfach Handy weg und
Ich denke, wenn es einem emotional mal wirklich scheiße geht an einem Tag, bei mir war es auch so zum Beispiel, ich so, boah, ich habe überhaupt keinen Kopf mehr, ne? Mein Kopf ist voll, ich weiß, ich kann überhaupt nicht abschalten. Hey, dann tausche ich einfach meinen Pausentag, dann schiebe ich den vor oder lege es mir so, wie ich es kann. Und wenn es 3 Pausentage in der Woche sind, das ist kein Beinbruch, solange man nicht auf Prep ist, ja, denke ich mir halt immer, es gibt auch noch Pausenphasen, die man nutzen kann und darf, weil man einfach auch noch außerhalb von dem Sport ein soziales Leben hat. Und das muss man ja auch irgendwie beidseitig stemmen können. Und es wird auch immer gesagt, ein schlechtes Training ist besser als gar keins. Und ich würde dem nicht zustimmen, weil ich habe es schon 1-2 Mal gemacht, dass ich mich irgendwie, ich war total müde das letzte Mal vor, also wirklich, wo es mir richtig scheiße ging. Bin ins Beintraining gegangen, was ist passiert? Ich habe mich verletzt. Ja, genau. Und bis heute habe ich diese blöde Verletzung, dass ich immer wieder meinen Beinbeuger spüre, so richtig bescheuert. Dann gehe ich doch lieber nicht ins Training, wenn ich keinen Kopf fürs Training habe, wenn ich mich nicht konzentrieren kann. Mach keine Sumo-Deadlifts irgendwie mit ewig viel Gewicht, weil wenn man sich halt nicht konzentrieren kann, dann ist es schnell mal passiert, dass man sich verletzt. So, dann lasst sich's lieber. Richtig. Sarah, hast du dazu eine Meinung? Ja, ist ja eigentlich nur menschlich. Jeder hat es ja mal von uns, aber bei mir ist es so, dass wenn dann mal so ein Tag ist, ich mich meistens im Training so da reinsteige und mich darüber ärgere, dass es dann zum Schluss dann doch noch eigentlich voll das gute Training war. Also das habe ich schon öfters gehabt. Ne? Ja, auf das. Weiß nicht, wie es euch geht. Ja, da denke ich mir so, boah, fuck, und jetzt aber erst recht und dann gibst du dir dann doch besonders Mühe und selbst wenn ich dann vielleicht mal nicht so, also dann variiere ich auch, dann trainiere ich vielleicht mal nicht so schwer, sondern mache mehr auf Muskelgefühl, mehr Wiederholungen, dass ich mich halt so dann irgendwie nochmal rette vom Kopf her, weil ich weiß, jetzt hast du nicht so viel Kraft oder jetzt schaffst du das halt nicht so und so und dann war es halt letztendlich doch ultra gut. Ich habe am nächsten Tag mega den Muskelkater gehabt am Ende vom Training, fühlt man sich ja dann eh immer besser, also meistens rettet man sich so selbst, finde ich dann immer. Mhm. Ja. Ich finde halt, dieses Ding ist der absolute Tod im Training. Ja. Total. Ja. Fokuskiller Nummer 1. Muss nicht sein. Also ich schaffe es ganz häufig auch, obwohl ich, also ich tracke meine Gewichte und meine Wiederholungen auf dem Handy in einer App. Und ich schaffe es auch häufig ohne Flugmodus, auch selbst wenn Nachrichten reinkommen, einfach alles auszublenden, einfach mein Training durchzuziehen. Aber es muss halt nur irgendwie ein Tag sein, wo es mir nicht so gut geht oder wo ich keine so 100% Lust habe, dann ist es echt ein Killer. Ja. Ja. Aber es ist halt auch viel Selbstdisziplin. Es ist total. Ja nicht das Handy schuld. Es bin ja ich. Nee. Richtig. Ja. Mir hat es geholfen. Ich habe auch erst getrackt hier auf dem Handy. Mittlerweile habe ich mir so ein Logbuch geholt und mir hilft es wirklich, dieses Handy halt in der Tasche zu haben. Ich glaube, ich muss das auch wieder machen, Und im Logbuch zu haben, so schreiben, weil ich einfach den Fokus, also ich muss dann nur raufgucken, will was eintragen und sehe nur so Nachrichten gekommen. Ja, du hast recht. Hörst du dann trotzdem Musik? Zeit für mich Modus. Also das Handy liegt halt, ich habe es immer so einen kleinen Beutel, den ich mitnehme, wo dann halt auch ein Gürtel drin ist, wo Zughilfen drin sind und so weiter. Und da liegt das Handy halt drin. Ich habe AirPods drin und... Oh, da brauche ich aber echt eine gute Playlist, weil ich bin immer am... Ich tue dann halt immer bei weiter... Bei AirPods kannst du ja dann... Ja, so stimmt. Ja. Ich mache mir ich schreibe auch nichts auf. Doch, ich bin auch. Also ich habe es auch jetzt die ganze Zeit über Notizen gemacht. Boah, ich habe halt irgendwie... Du bist doch bei Stefan. Wer? Aber ich Achso, Nadine macht das nie. Ich habe halt 15 unterschiedliche Trainingstage, so gefühlt. Ne? Klar, ich habe die gleichen Übungen, es tauscht sich manchmal nur so Kleinigkeiten aus. Aber nur, also manchmal ändert sich halt so minimal die Reihenfolge auch, so in den Wochen, weil die Wochen unterschiedlich aufgebaut sind. Und dann weiß ich nicht, was ich da für ein Gewicht benutze. Auch wenn es ein Beinbeuger ist, wenn ich den halt ganz am Anfang vom Training mache, ist es was anderes, wie wenn ich den als dritte, vierte, fünfte Übung mache. Und da brauche ich schon. Ich mache einfach im. Ich finde mich da rein. Also, natürlich halt auch. Zum Beispiel selber. Wir haben ja auch schon mal Beine zusammen getrainiert und. Ich kann keine 2 Sätze machen, ein Max und dann so. Ich muss da ein bisschen reinkommen. Ja. Und dann steigere ich mich und irgendwann habe ich halt meinen Max. Und das weiß ich beim nächsten Mal auch nicht mehr, aber da finde ich mich dann halt wieder rein. Nadine, ich trainiere auch so.
Aber dein Coach ist ja Mr. Nachvollziehbarkeit. Weiß er das? Ich hoffe, er guckt den Podcast nicht. Tut er nicht, hat er keine Zeit für. Nee, also ich glaube, ich habe ihn gefragt, du sollst mal irgendwas am Training ändern. Nö, alles wie bisher. Habe ich immer so gemacht, also alles wie bisher. Na gut. Hat ja gut funktioniert, ne? Dann kannst du es auch so weitermachen, ja. Ich glaube, solange man es schafft, solange man sich nicht selbst bescheißt, Nadine, und solange du jedes Training an deine Grenzen gehst, ist es ja egal. Ja, ja. Ich trainiere auch oft in einem anderen Studio und dann kann ich auch nicht, dann hole ich auch nicht mein Logbuch raus, weil das bringt ja nichts. Nee. Also bei freien Übungen. Ja. Genau. Gut. Eine Frage an die ganzen Posing-Coaches unter euch. Habt ihr einen Tipp, wie die Bikini-Mädels oder generell Mädels ihren Lab besser öffnen können? Also ich sage denen immer, die sollen versuchen, mit den Schulterblättern den Brustkorb nach oben zu heben. Ne? Genau, ja. Stolze Brust. Ja. Stolze Brust und wirklich die Schulterblätter nach ablegen. Hinten. Genau, nach leicht. Hinten, genau. Ne? Und dann. Genau. Ja, das machen auch viele, ne? Diese Schultern nach hinten und genau. Dann auf. Genau, aber alles erstmal nach hinten und dann. Mit den Schulterblättern die anzulegen und den Brustkorb oben hochzuheben. Das für mich ist es schwierig, jetzt so zu erklären, aber ich versuche halt unterschiedliche Methoden, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die nicht wissen, wie man den Lat ansteuert. Selbst also wenn sie Latzug machen, die wissen ja, was der Lat ist. Und dann kann man zum Beispiel auch mal einfach versuchen, dass man versucht, von oben zu ziehen, ne? Und dann einfach also in der Figurpose versucht, den Lat anzusteuern, praktisch angesteuert zu lassen, dieses Gefühl drauf zu geben und dann einfach den Arm mal umzudrehen. Oder man stemmt die Arme in die Seite, dann fällt es vielen auch leicht und dann einfach loszulassen. Ja. Es ist so, bestimmte Bewegungen zu machen, wo man automatisch den Lat benutzt, um dann zu checken, hey, okay, das ist mein Lat, den benutze ich bei der Bewegung und den muss ich einfach ansteuern. Natürlich hat es ja auch was mit Muskulatur zu tun, ne? Fortgeschrittener die Muskulatur ist, desto mehr Druck kannst du natürlich auch darauf aufbauen. Jetzt gerade zum Beispiel Anfänger oder Newcomer, da wäre es dann auch zum Beispiel stolze Brust, ne? Das habe ich zum Beispiel auch immer bei Mädels gemacht. Oder sie sollen sich fühlen wie ein Türsteher, sich einfach mal richtig breitstellen. Einfach, dass sie das Gefühl dafür bekommen, okay, wie sieht es dann überhaupt aus, ne? Ich meine, im Endeffekt in der Bikini-Klasse muss man jetzt auch nicht übel seinen Lab zeigen. Aber ich denke mal, in der Rückenansicht jetzt gerade beim DBV, da ist es auch immer wichtig, genau. Ja. Michelle, du trägst ja gerade so ein schönes Top, nicht Quatsch, nicht Michelle, ach Mann, Nadine, du trägst ja gerade so ein schönes Top, wo man den Lat auch gut sehen kann, oder? Genau, zeig mal her. Geh doch mal in die Lat-Pose rein. Komm mal raus. Komm mal raus. Das ist schön, oder? Ja. Was ich sehe auch immer, warte. Ich sag denen, sie sollen immer ihre Schulterblätter nach hinten ziehen, die Arme hier und dann einfach vor. Ausfahren. Ja. So kriege ich ihn gar nicht raus. Hinten? Oder wenn du halt so machst, die Brust so von die Schulter vorschieben. Ne? Aber jetzt gerade, wo du es machst, Nadine, du stellst dich auch echt immer so in die Pose rein. Ne? Weil bei mir, also ich mache das auch anders, ich mache das irgendwie, also ich hebe einfach nur meinen Arm nach oben. Mhm. Ich stelle mir praktisch vor, dass ich die Schulter drauflege. Mhm. Also ich komme so von unten nach oben. Ich lege so die Schultern auf den Latt. Ja, genau. Ja. Mache ich auch, aber. Ja, also aber das machen viele. Viele Figuren also gehen von der Mitte aus, so dass es ästhetischer aussieht, vielleicht. Ja, ja. Also, weil du bist ja dann quasi, du machst dich klein. Klein und dann. Und dann erstmal groß auffahren. Ja, genau. Frisch auf. Ja. Okay, also vielleicht war da ein Tipp dabei. Ich hoffe, die Dame wird jetzt auf der Frühjahrssaison alles abräumen mit dem neuen Lattgefühl. Genau. Neuen Lattgefühl. Süßstoffe und Verdauung, wie geht es euch damit? Super. Ja gut, ich meine, sagen wir mal, alles in Maßen. Ne? Wenn man merkt, es drückt auf den Magen oder auf den Darm, dann ist es zu viel. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Süßstoff, dass mir das auf den Magen geschlagen hat. Ich auch nicht. Ich bin auch gar nicht so der Süßstoff-Junkie oder so. Also ich muss jetzt da schon sagen, ich trinke schon als in der Vorbereitung bestimmt einen Liter an, weiß ich nicht, Almdudler zuckerfrei oder so.
Am Tag, plus dann kommen ja Whey dazu, dann trinkt man noch BCAAs, dann nutze ich Flav Drops. Ja. Da kommen ja schon was zusammen, aber ich habe da nie Probleme. Ich habe eher mal Probleme, wenn ich so eine Cola oder so trinke, aber ich glaube, das liegt dann nicht an den Süßstoffen oder vielleicht eine bestimmte Art von Süßstoff, aber ich finde, Cola allgemein ist halt so eine Chemiebombe und die ganze Kohlensäure und alles schlägt mir dann eher auf den Magen als die Süßstoffe. So, es gibt ja manche echt, die hauen überall Süßstoff rein. Ich zum Beispiel, da gibt's, kennt ihr dieses Volvic mit diesem, dieses Serum mit so Wassermelone? Wassermelone oder genau. Ja. Das geht nicht. Also ohne Scheiß, ich bin so eine richtige Downfotze, was das angeht. Ich muss da extrem aufpassen. Echt? Dass, weil ich krieg Blähbauch, ich krieg Schmerzen in die Därme, also ganz schlimm. Ich habe maximal eben das, EAAs und das im Isolat. Und dann hört es auch schon auf. Krass. Weil ich der Rest, auch mein Porridge, da ist ein Apfel drin. Mehr geht nicht. Oh, ich bin voll der Süßstoff-Junkie. Und in der Diät, also wenn es dann 3 Wochen vor einem Wettkampf geht, dann gehe ich auch mit allem raus. Dann geht es bei mir alles nur noch in neutral. Ja, ich bin da auch selber strenger als sogar meine Trainerin, die bietet mir immer noch in der Peak Week, willst du Flav Drops in deinen Kaffee? Ich so, nee, Jenny, danke. Da bin ich dann auch echt vorsichtig, aber es ist eher so Placebo, glaube ich. Ich würde es auch wahrscheinlich vertragen. Das ist voll der Placebo, ich nehme da auch alles raus. Also Flav Drops nutze ich gar nicht. Was ich gern habe, ist so ein Scoop Flav and Tasty, also so ne, das Pulver dann halt im Porridge mit drin. Dann halt klar alles, was im Whey drin ist oder die EAAs. Jetzt am Anfang die Diät, dann trinke ich auch mal noch hier so eine Cola Zero oder sowas. Ne? Aber so zum Ende hin schmeiß ich alles raus. Also da trinke ich auch keine Light Cola mehr oder Flav and Tasty kick ich auch raus. Also das gibt es bei mir dann nicht. Ne? Da bin ich aber auch, streng mit mir selbst. Aber das gehört für mich dazu und ich will das aber auch so. Das war damals, glaube ich, auch so. Du bist beim Chris, oder? Ich bin beim Chris, ja. Ich glaube, das war damals auch einfach so, dass du mit Süßstoffen aufgrund der Härte dann einfach rausgegangen bist, weil es Wasser speichert. Jetzt war ich ja mit den beiden in Ungarn, mit den zwei hübschen Michelle und Ingo. Ey, wir am Wettkampftag. Ja, aber das zieht ja auch so kein viele, Wasser. Ja. Das kommt ja darauf an, wie die das vertragen auch, weißt du? Ich glaube, wenn du da so eine Konstante einfach übers Jahr auch hast, gewöhnt sich dein Magen und dein Darm dran. Aber wenn du das halt nicht hast, dann wird es, glaube ich, schwer. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich bin die einzige Außenseiterin. Ja, ich kann sicherlich auch geil, den Tasty bis zum Ende nehmen. Ja, das ist ja geil, weißt du? Ich meine, das gibt einem ja auch dann ja nicht gerade das Gefühl, dass du kannst dir dann auch mal was gönnen. Schmeckt trotzdem geil. Oh, egal, ob es Reis ist, aber das schmeckt nach Schokolade vielleicht zum Schluss. Genau. Ist ja schon cool, wenn man das verträgt. Ja. Ich schmeiß alles raus. Auch manche sagen dann immer, wie kannst du den Rice Pudding ohne Geschmack essen? Nee, ich esse den gerne ohne Geschmack. Also ich mache da nichts rein, ich esse den puren Rice Pudding. Ne? Dann kommt da eh eine Dattel oder sowas drauf. Wenn der Diät schmeckt ja eh alles geiler, oder? Also ich nutze in der Off-Season mehr Süßstoff, weil ich es halt irgendwie runterkriegen muss, auch irgendwann nur noch. Also je weiter es reingeht, je mehr cutte ich diese Süßstoffgeschichte und zum Schluss esse ich wirklich plain einfach die Haferflocken oder den Reispudding, das, keine Ahnung, ich will das aber auch so, mir gibt das dann was, das gehört dazu, aber ich mache das dann auch gern, Ich bin gerade komplett abgelenkt von Nadines Schulter. Ja, es ist einfach ein Kopf. Ich gucke auch die ganze Zeit schon drauf. Bei mir muss ich sagen, Zucker, Alkohol finde ich 1000-mal schlimmer. Also Kaugummis geht bei mir gar nicht. Ja, das ist auch. Die kann ich auch raus. Also jetzt wirklich so ab und zu mal noch ein Kaugummi, ne? Aber auch nicht oft und so zum Ende gar nicht. Und es kommt auf die Süßstoffe an. Es gibt eine Marke von EAAs, die kann ich nicht trinken, weil ich davon Blähungen des Todes kriege. Aber bei anderen Marken gar kein Problem. Ja, ich habe auch ein paar alte BCAAs gefunden. Vielleicht war die zu alt. Sponsor, die habe ich gewonnen. Die ist mir dreckig. Ja, es ist halt echt so, ne?
Dann lass er einfach zu. Ich hätte, die habe ich schon weggeschmissen. Meine Olympiastellung kam ja Gott sei Dank. Okay, ich konnte noch irgendwas, ja, wir haben noch ganz viele, aber hier fragt auch noch eine, ob ihr schon Gedanken darüber macht, wie ihr damit umgeht, wenn sich irgendwann die Hormone umstellen, also zum Beispiel in Wechseljahren. Ich glaube, ich werde echt Schwierigkeiten damit haben. Ich merke es ja jetzt schon, dass ich voll das gebärfreudige Frau bin von Hormonen her. Also ich habe sehr viel weibliche Hormone und wenn da dann der große Umschwung sozusagen kommt, keine Ahnung, ob ich da Lust drauf habe. Ehrlich gesagt. Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, um Gottes Willen. Mit 50 kommen meine Wechseljahre, oder? Das ist keine Zahl. Das kann. Ja, aber da mache ich mir doch jetzt keine Gedanken. Ja, wahrscheinlich auch noch viel zu weit in der Zukunft, ne? Ja. Aber vielleicht ist die Dame, die gefragt hat, kurz davor oder steckt mittendrin und fragt sich halt, wie sie jetzt mit Training. Es gibt sehr gute Coaches in der Menopause, die einem da wirklich helfen. Begleiten auch, Ja. Also in Niederbayern gibt es auch eine in Deggendorf, die ist sehr, sehr gut. Man kann viel mit Pflanzenextrakten machen, viel mit Cremes arbeiten. Und dann halt aushalten, gell? Das ist leider auch, ja. Ich meine, die einen haben es mehr, die anderen weniger. Das kommt auch immer auf den eigenen Körper drauf an. Manche merken gar nicht, dass sie in der Menopause sind. Das kommt echt immer auf den Körper drauf an. Oh, meine Mutter leidet da extrem drunter. Ja. Die ganze Zeit so heiß, kalt, ja, dann genau. Schwitzt sie, dann friert sie wieder. Oh. Mhm. Das ist auch schon echt lange, ne? Auch so, also war extrem bei ihr. Die hat auch immer so Hitzewallungen halt gehabt. Gliederschmerzen kann alles dazu kommen, In dem Moment ja, wie gesagt, irgendwie einen Coach holen, der sich damit auskennt. Ich glaube, wir kennen es alle nicht so wirklich mit aus, oder? Nee. Froschau ist gut. Die kennst du bestimmt auch, Michelle, oder? Die von Froschi. Wer? Froschauer. Ja, 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 gut. Die ist echt gut. Ja. Gut, wir nähern uns in 2 Stunden, deswegen würde ich tatsächlich jetzt auch so mal die letzte Frage stellen und ich glaube, dass wir auch da wieder vielleicht vertagen müssen. Und zwar regt sich ja jemand auf, dass wir endlich doch mal über Stoff reden sollen. Redet endlich mal über Roids. Ihr seht ja nicht ohne Grund so aus, wie ihr ausseht. Also meine Mutter schneidet das jetzt gemeint. Hallo. Also mit so einem Kommentar, da frage ich mich halt ehrlich, ne? Ich glaube, also wir müssen mal sagen, wenn hier 500 Kommentare unter dem Video sind, dann machen wir mal eine Folge darüber. Machen wir gerne. Dann aber dann lade ich auch die Leute ein, die da Bock drauf haben, darüber zu reden. Da würde ich euch nicht überraschen. Ne? Da würde ich nicht sagen, so halt, hier, stopp, wir reden jetzt drüber, sondern ich würde vorher fragen, wer traut sich zu, darüber zu sprechen. Und dann rollen wir das auch mal ganz sachlich auf und ohne irgendwelche bösen, blöden Anschuldigungen. Also diesen Sticker fand ich schon fast ein bisschen frech. Ja, die Frage ist, wie es gemeint war. Ne? Könnte man jetzt positiv sagen, oder negativ auslegen? Genauer sagen, was du da mit meinen. Ne? Also, ja. Ich finde, da würde ich auch noch mal spezifisch eine Fragerunde machen. Also ich würde sagen, wir machen irgendwann mal so eine Folge, was die Leute halt vielleicht wissen wollen. Und dann würden wir ganz allgemein darüber aufklären, was vielleicht auch im Frauenbodybuilding eingesetzt werden könnte oder was ihr schon mal gehört habt, was passieren könnte. Ja. Machen wir da so ein Aufklärungsvideo, aber auch nur damit den Leuten, die da irgendwie Bock drauf haben. Ich denke aber wichtig ist, dass es hier keine Protokolle oder irgendwas in der Art gibt. Auf gar keinen Fall. Weil hier geht es um Aufklärung und... Es geht nicht darum, hier irgendjemanden bloßzustellen, es geht nicht darum, hier irgendwelche Protokolle zu machen, sondern ich finde, man kann halt irgendwie mal auch irgendwie gucken, dass man irgendwo in einem gewissen Rahmen aufklärt. Genau, Bewusstheit halt auch. Ja. Genau. Weißt du, was mich bei so Fragen halt immer so sauer macht? Ja. Die stellen die ja Leute ja nicht aus Interesse wegen Aufklärung, sondern auch die Formulierung der Frage allein, die klingt schon so, von wegen, jetzt gebt doch endlich mal zu, was ihr alles nehmt. Ja. Ich glaube, dass die Leute, die das so fragen, die eigentlich im Endeffekt nur wollen,
Also da könnte man alles sagen, ne? Ja. Da könnte man, also wenn man sagen würde, okay, man unterstützt, macht dies und das, dann würden die sagen, ja, wusste ich doch, sie sieht doch deshalb so aus und sonst würde ja gar nicht so aussehen. Und ja, andererseits, wenn man vielleicht nicht drüber spricht dann oder sagt, dass man eben nicht unterstützt, dann wird es ja auch negativ ausgelegt. Ne? Ja, die lügt, genau. Die lügt, genau. Also ist es immer schwierig oder auch selbst, wenn man sagt, man macht das und das und die Leute empfinden dann, sagen, ach nee, das ist doch viel zu wenig. Und ja, so. Genau. Ich würde halt gerne, also was man sich vielleicht wünschen würde, dass vielleicht auch mal Leute kommentieren, die wirklich sich Aufklärung wünschen. Ja. Also vielleicht auch Mädels, die da einfach sich unsicher sind, ob sie eine Chance haben, wenn sie zum Beispiel das vielleicht nicht möchten, wenn sie sich dagegen entscheiden oder wenn Richtig. Sie sich dafür entscheiden. Ja, wenn oder sie auch vielleicht nicht genau wissen, ob der Coach oder wem sie vertrauen können. Das würde ich mir mal wünschen. Weil Wirkung, so Fragen, Nebenwirkung. Wenn die so gestellt werden, sorry, da hat man doch schon gar keinen Bock. Nee, richtig. Ja. Und so war das auch immer, das so direkt so, ja, gib doch zu, ne? Ja, wenn man so wie einfach anständig aussehen, fragt, ne? Dann... Ja. Sind wir, glaube ich, die Letzten, die da keine Aufklärung bringen, weil gerade Newcomer und auch teilweise Anfänger-Bikini-Athleten, denen ist nicht bewusst, dass teilweise die Dinge, die sie machen, schon unter der Gürtellinie sind. Und ich finde, ja, da kann man schon definitiv drüber reden und auch mal, ja, darüber quatschen. Ja, und selbst, ich bin auch immer manchmal, ich bin manchmal so geschockt auch, wenn mich dann irgendwelche Newcomer fragen, ja, ja, beim DBV ja, starten, da muss ich doch dann nachhelfen. Ich denke mir so, was? Ja. Nur weil es nicht GNBF heißt, heißt es doch nicht, dass du nachhelfen musst, wenn du beim DBV starten willst. Eben. Also da gibt es auch dadurch, dass es das diese D steht nicht für Doping, Leute. Gibt, dadurch, dass es diese Naturalverbände gibt, auch einfach so viele Missverständnisse. Ja, ja, auch auf welchem Niveau das dann anfängt oder ja, das, aber ich, so, da, die Frage ist halt, hören das dann nur Leute, die es dann halt anhören, um zu sagen, hey, ja, wusste ich es doch oder ne? Hier. Richtig. Ich glaube, darum geht es halt auch, dass Leute die Leute interessiert. Ich stelle mir auch die Frage, wenn jetzt irgendjemand Patrick Teutsch kommen würde und sagen würde, na gut, ich nehme jetzt was. Ich nehme doch was, ich habe doch was genommen. Es geht halt wirklich, glaube ich, nur darum, dass Leute über irgendwen labern wollen oder irgendwie ihr Ego befriedigen wollen, dass sie halt in dem Moment die Rechtfertigung dafür haben, dass sie selber was nehmen oder ja, dass die anderen besser aussehen als sie selber. Es geht ja nur dieses ja, so, ich sehe nicht so aus. Warum sehe ich nicht so aus? Die muss ja was nehmen, der muss ja was nehmen oder der nimmt mehr, der nimmt weniger und ich glaube, es ist einfach also, diese Ego. Das sind einfach, genau, das sind ja, Neider. Ego ist das. Das ja, ist ja auch bei meinen, letztens, als ich dieses BBL-Fragerunde gemacht habe, was da auf einmal für ein Shitstorm losging. Also gegen ja, mich so von wegen, ich ja, hätte... Das geht was an. Ja. Das geht so, doch kein Schwanz was an. Genau, und ich denke mir einfach, okay, jetzt muss man so anscheinend wirklich auf das Niveau runtergehen, was von dem einen überhaupt nichts mit dem anderen zu tun hatte. Und natürlich lache ich drüber. Ich denke mir halt einfach, okay, es sind genau die Leute, die es einfach einen nicht gönnen oder die einfach neidisch sind oder selbst irgendwelche Probleme mit sich selbst haben. Die hat man immer, egal in welchem Bereich. Wir stehen dafür da, dass wir andere Mädels oder auch Männer darüber aufklären. Ja. Also ich glaube, die Frage hat auch 100 pro Mann gestellt. Ja. Ne? Also, ja, es gibt halt schon viele Mädels, glaube ich, die wirklich Fragen da hätten oder Aufklärung. Ja, die trauen sich nicht. Wenn die trauen sich nicht, aber wenn so eine Fragerunde gestellt wird, glaube ich, extra dafür, um einfach so ein bisschen Aufklärung zu betreiben oder wenn die halt wirklich Fragen haben, sachbezogen, dann ja, ne? Aber so eine plumpe Frage, deswegen, es kommt halt immer darauf an, wie gefragt wird oder was gefragt wird. Mit welchem Hintergrund. Ja, auch eine Fragerunde anonym stellen lassen. Das ja, genau, auch oder sowas mal. Ja. Okay, ja, das finde ich, glaube ich, sogar besser. Dann machen wir das folgendermaßen. Ich mache irgendwann mal eine anonyme Fragerunde. Genau. Wir machen extra ja, eine Folge dazu, ein Aufklärungsvideo aber. Und es kommen auch wirklich nur die rein, die auch wirklich Bock haben, darüber zu reden, die darüber dürfen, auch mit Sponsoren und keine Ahnung was. Das ist ja immer so eine heikle Sache. Und dann machen wir aber wirklich nur Aufklärungsfragen und es wird hier nichts irgendwie ja, in die Richtung, wer ballert was, was nehmen Leute und sowas beantwortet. Wärt ihr damit einverstanden, Ladies? Klaro. Ja, ich hoffe halt okay, auch, dass, ja. Ja, man muss halt echt überlegen, wie man es gestaltet dann, ne? Ja. Ja.
Aber ich glaube, das ist eine super Idee, wenn man einfach so drüber spricht, hey, ja, was gibt es vielleicht zu bedenken, beziehungsweise wenn ich beim DBV starte, muss ich dann was nehmen, so Zeug. Ja. Das sind so für mich so selbstverständliche Dinge, wo man natürlich sagt, aber wirklich, das denken Menschen. Ja, ich aber wurde ich das denke, nicht nur einmal gefragt. Ja. Dass definitiv auch spezifische Fragen kommen werden. Ja. Dann ist es halt auch für jeden selbst jetzt, der hier im Podcast ist, seine Bedenkzeit, um dann darüber zu sprechen, ja, oder halt eben nicht. Genau. Richtig, ja. Richtig. Und ich glaube halt auch wirklich, dass wir ganz, 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 ganz vielen Amateuren, wie halt schon Lena sagte, da ganz, ganz viel Scheiße ersparen können, ja. Weil die jetzt vielleicht nur irgendwie ihren Dorfcoach XY haben, genau. Der halt sagt, ja, pass mal auf, du musst jetzt das und das und das nehmen, sonst wird das alles nichts. Dass wir denen vielleicht durch dieses Video auch mal sagen können, so, nein, musst du nicht und es gibt auch andere Wege. Vorab schon mal, nein, das müsst ihr nicht. Genau. Nee, wirklich, müsst, ist ja, ne? Krass. Das fängt ja auch schon mit den Peak Weeks an. Teilweise Überentwässerung mitten in der Offseason. Oder 2 Wochen vorher eine Peak Week anfangen, wo der Wettkampf eigentlich noch 14 Tage voraus ist. Also das sind dann so Themen, die kann man dann da besprechen. Und vor allem halt die Frage meines, was für mich immer umgetrieben hat, wofür? Ja. Wofür? Wirst du damit dein Geld verdienen? Wenn man nicht ein einziges Mal auf der Bühne stand. Wirst du damit irgendwann dein Geld verdienen? Wirst du damit irgendwann den ganz großen Sprung schaffen? Vielleicht, okay. Wirst du dir auf der Bühne stehen um einen Plastikpokal und 3 Klicks auf Instagram? Ist es dir das wert? Mhm. Ne? Das, wenn ich, also sowas in die Richtung würde ich gerne halt mal machen. Zu gucken, aufklären, zu warnen und aufzuklären, so Leute, macht keine Scheiße. Seid nicht dumm. Trefft kluge Entscheidungen. Genau. Gut. Wort zum Freitagabend. Ja, aber ehrlich. Gut. War aber auf jeden Fall eine mega coole, interessante Folge mit, glaube ich, ganz, 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 ganz vielen wichtigen Themenbereichen. Von Wir Penis. Haben alles drin gehabt. Posing. Von Penisse über. Penisse. Große Popos. Ja. Kleine Penisse und große Popos, so kannst du die Folge nennen. Ja. Big Dick, Small Butts, ja. Nein, andersrum. Na? Small Dicks, Big Butts. Ja, stimmt. Ja. Small Dicks. Ja. Das ist halt so eine richtige Girly-Talk. Auf die Größe kommt es an. Ich wollte gerade sagen, worauf es ankommt. Auf die Größe kommt es an. Schwanz- und Arschdiskussion. Es war heute nicht nur eine Kurvendiskussion, es war auch eine, wie sagt man dann, eine Penis-Diskussion. Ein Säulendiagramm. Säulendiagramm. Du kannst ja einfach dieses Emoji hinmachen. Emoji, das Aubergine. Ja. Auf die Größe kommt und Steve Bentin. Und ein Steve Piep. Bentin kommt auch auf das Thumbnail. Cover. Oh, dann hat man richtig Clickbait. Ja, hat der Torben jetzt erst letztens gemacht, als er Dennis Wolf war, auch der Tim Budesheim auf dem Dings. Nur, ja, redet der hat ja nur einen Satz. Oder ja, stimmt, so. Wir haben ja auch über Steve geredet. Ja, eben. Ich habe eine Zucchini noch mit drauf. Das war aber echt sau lustig. Ich habe einfach nur geschrieben. Also, das darf gar kein Wort zählen. Aber Steve guckt auch unsere Turmdiskussion. Ja, bestimmt. Und er feiert das auch tatsächlich. Also Steve, wenn du gerade zuschaust, ich weiß, du schaust zu. Ich weiß, du hoffe, du schaust bis zum Ende zu. Liebe Grüße. Ja. Der mag das. Wir gehen morgen alle in den Supermarkt und der die größte Zucchini findet, gewinnt. Ja. Alles klar, und wir klatschen immer aufs Band. Genau. Story kommt morgen, Leute. Story kommt. Alles klar. Liebe Bildungselite, liebe Damen und Herren der Schöpfung, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, haut eure Kommentare mal bitte in die Kommentarspalte. Folgt den Mädels auf jeden Fall, wenn ihr es nicht schon lange tut. Fitnessprinzessin Nadine Huber-Rinn, Saran NHS müsste es sein und Michelle Gunnarsson. Also folgt den Damen, kauft mit deren Codes ein und wenn ihr Fragen habt, haut sie wie gesagt in die Kommentare. Achtet auf meine Fragerunden bei Instagram. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Teilt die Folge wie immer ganz gerne und dann sehen wir uns bald wieder. Mach's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.